Na super, Digga. Jetzt bin ich in so einer 37-minütigen Spiegel-TV-Doku drin. Jetzt kommt Norex, Philo und Henno vorbei. Digga, ja, das kommt ja wild rüber, Junge. Na super. So eine Scheiße, ey. So eine Scheiße. Ja, ich mach den Jungs kurz die Tür auf. Alright, Chat, die Wichser sind da. Was sind denn hier? Ist das hier die Content-Schmiede? Wird hier Content gemacht? Digga, was denn das, Alter? Ich muss mal kurz ein paar Fotos machen für mein Zimmer zu Hause. Ich will nämlich noch ein bisschen was nachmachen. Dickerchen, Alter. Ja, Dickerchen, ja. Was gemacht, Alter? Was denn das für eine Hose, Junge? Ich mach ein 3D-Scan. Ist das dreckig, Alter? Ist das ein Drecksuch, Digga? Lass mich mal durch. Boah, der war hart. Bro, ihr seid seit 5 Sekunden hier, Digga. Was denn, Digga? Es ist mir jetzt schon... Es ist mir... Boah, Digga! Bruder, ich will den links versiften. Digga. Ich will den links versifften Henno wieder zurück, Bro. Was ist passiert, Digga? Bruder, mach mal auf, Alter. Bro, alles. Bruder, das ist kein Scheiß. So, wir haben den Raum erobert. Was guckst du hier an? Spiegel-TV? Ja, ein Leben für alle und Koks. Was? Ein Hacker packt aus. Okay, wow. Keine Ahnung, Bro. Das ist so ein Typ, der war bei den Salafisten und der ist ausgestiegen und der ganze Raum riecht nach Scheiße. Der ganze Raum riecht nach Scheiße jetzt. Realtor Max, ich glaube, du hast dir eingekackt. Ich war gerade bei, wie heißt die Vegan Junkfood Bar, Junge? Ist das nicht voll scheiße? Das scheppert richtig. Digga, wir sind auf dem Weg hierher. Philo zu mir. Yo, Max, wir müssen noch zu so einem Mikrofonladen. Ja. Und ich gucke ihn an. Mann. Was für ein Mikrofonladen? Und er so, ja, sonst musst du das Mikro halten. So, was? Ja. Was ist jetzt schon wieder los, Mann? Muss ich hier Mikro halten. Schau mal, der Plan ist ja, dass du halt auch nachher ein Mikrofon bekommst. Und ich habe keinen Adapter für diesen Ständer. Habt ihr das bekommen? Nein! Digga, woher denn? Was ist das? Hä? Was ist das? Na guck mal, das passt hier nicht. Das Ding hier ist zu groß und das ist zu klein. Ach, und das passt da nicht so rein. Ich kenne das andersrum. Ist das scheiße. Ja, I don't know. Naja, scheiße, Digga. Aber da musst du es einfach halten nachher. So, was ist jetzt hier mit Koks? Ja, ich guck das jetzt halt nicht mehr. Ihr habt die Reaction versaut. Scheiße. Ja, harte Fuck, Zeiten. Digga. Harte Zeiten. Boah, es riecht immer noch nach Furz hier, Bro. Ja, hab ich eingeschissen. Digga, ich hab Junkfoodbar. Wir sind schön zu Fuß hermarschiert und ich hab den die ganze Zeit aufgehoben. Danke, Mann. Ey, Ehrenmann. Ja, weil, weißt du auch wieso? Darmwand absolut. Weißt du auch wieso? Weil ich hab schon präventiv gedacht, wir klingeln da und er lässt uns 5 Minuten vor der Tür stehen. Nein, what the fuck? Oh, in Chat schreiben ist immer. Ich möchte mit euch ist immer smarter Play. Sex? Analsex. Boah, weiß nicht, ob du mit mir das jetzt noch haben willst. Holy fuck, Norex ist so am Glazen auf sein Idol. Was heißt das? Was habt ihr heute gemacht? Erzähl mal. Ach, du bist... Ah, Kevin ist dein Idol. Ja, das zweite Kamerad doppelt. Ey, das ist ein 5. Ey, willst du dir gleich Dobo noch mitnehmen, oder? Jo, ich pack den ein. Ich will dann mit den paar Awards. Ey, ich habe so eine App, da kann man so ein 3D-Modell machen von einem Raum mit seinem Handy. Mhm. Willst du das einfach machen? Dann kannst du es genau übernehmen. Ja, hatte ich vor. Ja, und sonst so? Was ging sonst so bei euch ab? Ja, Dicker, wir haben richtig eklige Scheiße gefressen heute. Ja, ja. Ja? Ich muss gerade mal vegane Scheiße. Ja, das hab ich schon voll verdrängt. Ey, was habt ihr im Video gedreht oder was? Ja. Für? Ich? Ja. Ich musste was bringt am besten mit? Nudeln, 2. Oh, das war wirklich jetzt ordentlich. Das war der Ursprung damals. Wart ihr bei Rätsmann? Mhm. Ja. Haben die mit Rätsmann auch gedreht? Nee. Ja. Nee. Wir haben nur seine Küche abused, voll gekackt. Komplett, wirklich. Also, es war wirklich ekelhaft. Ja. Ja, Mann. Das ist kacke Scheiße. Ich war gestern nicht mehr, doch ich wollte das gucken. Warum dein VOD von gestern nicht online ist, keine Ahnung. Hab mein Penis gezeigt aus Versehen. Ah, okay, tschüss. Ja, Digga, das war ein Fehler, ne? Ich hock da mit Zoreax, ja? Philo, Zabex und Henke. Wird du auch dein Penis reinlassen? Hätte ich auch gelöscht. Doch, nee, check ich, hätte ich auch gelöscht, Real Talk. Sollen wir irgendwas Lustiges machen? Haben wir irgendeinen Plan? Also, wir sitzen jetzt hier so. Er schreibt mir seit 2 Tagen, Digga, ich weiß nicht, was ich machen soll, out of content. Ja, Real Talk. Also, ich meine, mit Henno habe ich was geplant, aber ich habe nicht geplant, dass ihr noch hier seid. Digga, die wollen Haare. Aber ihr könnt euch einfach, warte mal, du willst die Haare. Wenn du magst, könntest du mir meine Haare, meine Seiten machen. Ja, aber mit was? Boah, und so. Was für ein Rasierer? Hast du keinen Rasierer? So ein Nassrasierer. Hä? Mach fertig, nimm doch. Auf null alles auf. Ja, Kontostand. Ja, können wir machen. Hast du eine Schere? Ja. Aber Schere geht. Du hast keinen normalen Rasierer. Wir können dir so mit Küchen... Nee. Was machst du mit deinen Eiern? Ich will einen... Die rasierst du nass? Hä? Hä? Aber rasiert ihr nicht nass eure Eier? Nee, das aber kannst du mir ein Papa-Patte-Logo in den Hinterkopf rein Mann, rasieren? Mann, Alter, Marcel, die Fresse. Okay, sorry. Dann nicht. War nur ein Vorschlag, chill doch. Warte mal, Chat. Ihr rasiert doch auch alle nass eure Eier, oder? Oh nein, dann immer Irritationen. Digga, so. Gestern musste ich mit Zabex diskutieren, dass er nicht nach vorne zu seinen Eiern den Arsch abwischen soll. Man wischt nach hinten ab. Ja. Und Zabex ist wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der nach vorne abwischt. Warte mal, macht der zieht ja, der greift so von vorne. Digga, das ist so no krank. No way, das ist so.
Das ist der Live, voll viele machen das. Ist das der Nutten of the Year? Jo, ich würde jetzt. Also, wenn wir es irgendwie hinbekommen, dass wir einen guten Rasierapparat bekommen. Hast du eine Schere? Ja, Schere haben wir. Dann können wir, wir könnten Norex die Seiten frisch machen. Digga, mit Schere. Nicht mit Schere, Digga. Das doch. Nur mit Schere, wieso willst du das hinkriegen? Hä, ich mach das. Das geht gut. Sag, hast du einen Kamm? Ja. Ja, Kamm, Schere. Wie beim Friseur, Junge. Digga, der hat doch schon mal geschnitten, das sehe ich doch. Ja, klar. Ansonsten können wir irgendwen fragen. Wir könnten meinen Nachbarn fragen. Vielleicht hat der sowas. Boah, Digga, der hat sich damit seine Eier selber rasiert. Ich guck mal ganz gut. Gehen wir jetzt bei Noah seine Seiten ran. Ich rasiere, Sie müssen wissen, ich rasiere mir die Eier immer nur nass. Und jetzt habe ich da so ein... Das ist er doch. Das ist er doch. So, steck ein jetzt den Scheiß dumm. Ja, ja, lass den entführen. Alles gut? Die Preise. Wo sind die Preise? Chat, wo sind die Preise? Wo sind die Preise? Lass Eier rasieren gleich selbst morgen. Okay. Wir sehen uns in Brandenburg, Sind die hier in den Kästen? Der ist doch viel wert, oder? Nimm mit. Rein. Hä, was ist los? Er kommt. Nein, was? Er kommt wieder. Lass die Tür zu halten. Ja. Der kommt nicht rein. Lass die ganzen Subs auf. Dreh um. Wie geht das? Kaputt? Ja, der kommt nicht rein. Warte, ist hier ein Mikro? Ja. Ja, hier ist ein Mikro. Das ist halt eine Übernahme, ne? Boah, ich hab ihn gar nicht weg. Oh! Digga, so fühlt sich das an mit Viewern. Lies mal Subs vor. So ist das mit Subs. Digga, der Chat bewegt Alter, sich. Alter, das Movement, das sind Emotes, das sind Bilder mit so FPS. Digga, das bewegt sich. Er ist dran. Mach zu. Mach zu. Das ist ja krank. Warum sagt er, was ist das? Wer ist das? Bitte. Boah, er drückt richtig. Wer ist da? Digga, das bewegt sich wirklich schnell. Das ist krank. Ja. Wie er da steht. Wer ist denn da? Wie bitte? Kevin? Der guckt den Stream. Oh, der macht Rainbow Six, der macht sich planfertig, wer hier reinkommt gleich. Der guckt aus, der guckt. Ah, nein, oh! Was ist denn? Digga, hä? Digga. So, ihr scheiß Wichser, hä? Na, gefickt gleich. Warte, wo ist Max? Wo ist Max? Max ist raus. Ach so. Was? Hä? Ja, das ist scheiße nur noch alles. Geflankt, ja. Ich kam über die Flanke, Digga. Was soll denn? Nass Eier rasiert ist Selbstmord. Bruder, stell Domo wieder zurück. Was soll denn das? Und Bastikopf auch. Ich darf keinen Basti. Hast du gar keinen Bastikopf? Doch. Okay. Hab ich einen, Digga. Ich hab einen mit Loch. Basti GVB. Mann, Digga. Dreimal Papa Platte, 6 Hände und einem Stream, das ist crazy. Machst du nix, Digga. Was auch immer das heißt. Norex muss doch eine Story erzählen. Oh no. Wieder über deinen alten, oder? Eine Story? Nee. Oder gestern sind so zwei Sachen komplett. Wir haben eine gute Story zu erzählen, aber Felix musste einleiten erst. Warum muss ich einleiten? Okay. Das, wir haben gestern wieder so ein Mewing-TikTok gemacht, ne? Ja. Mit Max. Max hat mitgemacht, wir waren im Experion so. Und wir drehen das so, alle zoomen auf die Fresse, zack, zack, zack. Max sagt, zeig mal das TikTok. Zeig mal, wie es geworden ist. Welcher Max? Travix? Hand of Blood. Achso, Hand of Blood, Max. Also, und ich whip so mein Handy raus, gehe in die Fotos-App. Ich whip mein Handy raus, gehe in diese Fotos-App und es gibt auch diesen Ordner versteckt. Diesen verfickten Versteckt-Ordner. Ja. Kennst du den? Du kennst den Ordner. Ja, aber ich muss sagen, ich benutze den nicht. Okay, ich benutze ihn sehr viel. Ich auch. Ich benutze ihn tatsächlich sehr viel. Okay, wie so Nudes oder so. Ja, zum Beispiel, unter anderem. Oder ja. Dicke Titten. Fette, sehr dick beäuterte Titten. Mösenbilder. Sag doch nicht Möse, Bruder. Oder sag doch nicht Möse. Naja, auf jeden Fall erkennt dieses Gerät dein Gesicht ja relativ schnell und es öffnet sich nur mit Face ID. Jetzt ist nur das Problem, schnell. Es funktioniert sehr gut mit Face ID und es ging halt auf. Für so 2 Sekunden oder so. Warte, welches Handy hattest du in der Hand? Von Norris? Nein, meins. Und alle gucken so, du musst dir vorstellen, ich zeige halt so gerade voll stolz das TikTok, was wir gerade gemacht haben. Alle gucken von oben so drauf. Ich will da so navigieren. Alle gucken auf meinen Bildschirm und auf einmal flasht so dieser Ordner auf. Das war krank. Ich sag mal so, gewisse Silhouetten waren zu erkennen. Was ist da? Ein Schwanzbild von dir? Nein, Kevin. Ist nicht so. Real Talk. Ich will eine Live-Reaction haben jetzt. Du zeigst mir das jetzt und ich guck's mir einfach an. Jetzt haben es alle gesehen. Alle haben. Nein, kann ich nicht, oder? Ja, pass auf. Jetzt haben alle gesehen. Bist du halb steif? Bruder, warum hast du eine Latte, Bruder? Der ist steif, Digga, der ist hart. Der denkt an mich. Der Schatten ist hart. Hast du ihn gerade so schnell rasiert? Ich bin nicht halb steif gerade, Bro. Okay. Zweite Story. Ich muss davon ganz schnell ablenken. Zweite Story. Also, kennst du Ninja OBS? Ja. Dieses am Handy, wo du dann schnell ein IRL-Stream kicken kannst. Ja. Max, wir wollten gestern wegen der Bestrafung, Zabex musste zu diesem Experion-Ding gehen und was sagen. Mhm. Und Max, an der Kasse. Ja, Max wollte das auf seinem Handy einrichten. Ja. Und das hat nicht funktioniert. Also und ganz kurz, ihr wart bei dir am Stream. Ja.
Und ihr wollt quasi von irgendeinem Handy zu deinem OBS das übertragen. Ja. Nicht okay. von irgendeinem Handy, von seinem Handy. Bei ihm ging es nicht, haben wir mein Handy benutzt. Okay. Und ich habe das so Max so erklärt. Er guckt so auf mein Handy so und so, wie ich das mache und so. Mhm. Und ich stelle das so alles ein, gebe ihm den Link und so. Und dann ist mir so nach so 10, 20 Minuten aufgefallen, als ich ihn so, ich filme die alle und so, da sind ja so meine Tabs und so. Und neben diesem Ninja OBS-Link war die ganze Zeit ein richtiger Hardcore-Porno offen. Hast du das gesehen? Warte, was? Ich check's gerade. Doch, doch, weil du siehst bei Apple die Tabs ja oben. Ja. Und der linke Tab war Ninja OBS, wo ich da gestreamt habe. Und rechts davon war einfach dieser krasse Porno. Ja, du hast es nicht gesehen, oder? Nein. Er hat es nicht gemerkt. Aber warte mal, aber das hat man ja nicht im Stream gesehen. Ja, aber ich war ja auch nicht hinter der Kamera. Ja, hinter der Kamera. Also, ja, man sieht ja nur die Person, die filmt. Man, da oben stand nur irgendwie Porno, XX, irgendwas stand irgendein Porno. Da haben wir nichts gesehen oder hätte nichts passieren können. Ja. Aber ich dachte, du hast es gesehen und wir haben es verschwiegen. Digga, ich hatte das Gefühl, wir sind da im Experiment, in so einer Couch-Ecke. Ja. Und ihr müsst euch vorstellen, es sind so Zabex, Noriax, Philo und ich. So, es war einfach, als ob ich meine Söhne mitgebracht hätte. Alter. Ich hab nur so gesehen, so ein Stream, so, da saßen du und Zabek so nebeneinander und ich dachte schon so, Bro. da dachte ich schon so, was eine Shitshow, Mann. Jo, und wir machen den Stream an und alles ist gottlos übersteuert. Aber so, Digga, ich hab Clips gesehen. Man hat so keine Ahnung, was man machen muss. Ja, der Counter geht so und ich so, yo Leute, heute, also so richtig Flughafendurchsage, gibt's safe auch Clip oder so. So, es war so gestört übersteuert und ich meinte noch so, ja, heute aus dem Experion, Technik vielleicht nicht ganz so ideal, aber müsste heute mit auskommen. Warte, hier ist Clip. Mir ist wunderbar. Ich bin jetzt nicht mal tatsächlich auf einer Wohnungsbesichtigung. Und habe ich nur an. Das ist schon schwierig zu sagen. Oder? Das war so cursed. Das war so cursed. Der Streamstart war das Beste. Von das Geilste an diesem Pornotab von Noriax ist halt, dass er irgendwann das gesehen hat, diesen Pornotab, und so gepanickt hat, dass er diesen Tab so schnell weggeswiped hat. Das hat aber dazu geführt, dass das Video buffert bei OBS Ninja und 14.000 Leute haben gewartet, hatten so 2 Sekunden Standbild, weil du so einen Pornotab wegswipest. Ja, das war. Warte, hier ist noch einer. Die Leute, der. Ja! Vor allem, das ist gerade auf 20%, ich mach mal auf 100. Das ist halt überlaut, ne? Bro. Alter. Bro. Und Bro. Dann sage ich halt so richtig passend irgendwas von wegen, ja, Technik nicht so. Ja, so. Ihr seht das ja, ne? I guess. Was zur Hölle? Ja, und? Ja, dieses Ochsenatmen. Das ist hier nicht Fernsehen. Die Gäste sind immer schlimmer. So eine Scheiße. Das ist hier nicht Fernsehen. Ja, muss man durch. Ey, wollt ihr ein Wasser haben? Nö. Okay, gut. Dann haben wir das ja auch geklärt. Ja, also wie schneiden wir dir jetzt die Haare, Bro? Wie du magst. Mit der Schere. Ja, dann setz dich auf den Stuhl am besten schon mal. Und komm, wir machen es dir schön, Marcel. Mein Sohnemann. Habt ihr so eine Mülltüte? Tu mal so, boah, also, das ist so, hart. Beim Service und so in den Nacken? Nee, so, weißt du? Wir müssen ja auch erstmal die Haare waschen. Okay. So. Ja. Und dann so. Ja. Und ist so angenehm. Ja, und so. Geil, ja. Okay, ich hab ein bisschen fettige Haare, vielleicht wollte ich morgen nicht duschen. Das ist krass. Boah, dafür sehen die aber stabil aus. Ja, danke schön. Wenn ich morgens nicht dusche, sehen meine Haare richtig verfettet aus, Alter. Das ist ekelhaft. Super Jetson. Bäh. Guckt euch mal die Sitzfläche an. Seht ihr den Bastard hier? Mann, Digga. Mann, Junge, was soll die Scheiße? Alles gut. Mann, alles gut gepflegt. Hol die Schere. Bitte, die Schere nicht. Guck mal, hier ist noch ein Award. Oh. Bro, den müssen wir uns holen. Den holen wir uns dieses Jahr. Bestes Twitch-Duo. Ja. Chat, wir haben gestern eine Wohnungsbesichtigung gehabt, Noriax und ich, und es sieht sehr gut aus. Das wird die WG des Jähzorns. Es ist wirklich zu 90% durch. Ich weiß nicht, wie viele Leute gestern Nacht noch den Basti-Stream geguckt haben, aber Noriax, Norenyang und ich ziehen halt in eine WG. Das ist halt krank. Wenn das Geld reicht. Bro, Digga. Ich riech so nach Kot. Also schau mal, wir haben jetzt quasi so diesen hier, aber der ist mehr so fürs Haare färben eigentlich. Oh, top. Und halt diese gute alte... Der ist perfekt.
Diese gute alte 3-Euro-Schere. Mach noch Platin, Bruder. Oh Gott. Ey, ich weiß nicht genau, ob das was wird, Bruder. Ja, aber nur die Seiten. Wir dürfen nicht hier oben mich ficken. Nur die Seiten. Wie? Bitte nicht oben ficken. Nur Seiten. Verspreche dir nur. Wir ficken nur sag die Seiten. Hast du keinen so. Ich schwöre, hast du gar nicht. Kannst du nicht zum Shaven so. Nee, irgendwie nicht. Ja, also. Marcel, ne, das wird halt über Scheiße aussehen, egal mit was wir es machen. Nein, das. Mann, Digga, jetzt hab ich bei Lieferando No Race eingegeben, jetzt geht's aber los, Digga. Jo, ich hab, Switch läuft nicht mehr, ich arbeite das Sieberfahrer. Mit der also mit dem Rasierer. Willst du die Ohren frei haben? Ohren will ich dann frei haben, ja. Ja? Ja. Du hast schöne Haare. Hast Rasierer, damit hast du deine Eier schon rasiert, ne? Ich könnte auch einen frischen Nassrasierer dir geben, aber ich weiß nicht. Aber wofür, Digga? Du willst ja dich wirklich auf Null hier machen, den ohne genau, Übergang. Genau, wofür halt? Also ich könnte dann auf Null runter, aber... Okay, wen könnten wir fragen? Wir könnten halt bei den Nachbarn fragen. Digga, sonst, ich kann auch kurz einen holen oder so. Ja, du kannst auch schnell einen holen, ja. Ich kann schnell mir einen holen, runter. Ja. Ja. Ich hole meinen runter, ich gehe ins Badezimmer und hole meinen runter. Nein, ey, bitte, bitte. Ja, also wir fangen schon mal an und du holst einfach kurz einen oder so. Jo. Aber dann müssen wir nicht anfangen. Mann, ich sehe nicht aus wie ein Kind, Mann. Warte, wir machen doch hier. Wir haben keine so richtige Friseur-Dings, aber. Die echte. Das Döner das ist so clean rein. Geworden. Ich bin hin. Nein, okay, ein bisschen. So. Soll ich kicken oder was? Kein Luft mehr. Kein Wind. Chill mal kurz, chill mal. Ey, bitte, Effekt schon. Ey, er hat schon geschnitten, das war voll früh. Ey, Philo, beeile dich mal, Bruder. Max fängt hier schon irgendwie an. Ey, Digga, ich bin schon. Seiten 0 auf 7 hier. Bitte, Scheiße, Max. Aussehen. Seiten 0. Nicht so tief, wir müssen noch einen Übergang machen. Ey, nein, ich mach einen Übergang. Ja, nein. Gibt's nicht. Die gibt's nicht. Ich hab noch eine zweite Schere. Warum denn, Digga, aber ich dachte, du holst jetzt einen Rasierer. Hallo? Bro, boah, ist das krank, Digga? Ich dachte, die Jungs kommen kurz vorbei, wir chillen kurz 10 Minuten, dann mache ich mit Hello Programm halten. Und jetzt machen wir das wieder. Musst du ruhig halten, weil sonst blutet. Was eine Scheiße, Digga. Deine Haare sehen ein bisschen so aus, als würden sie stinken. Ja, das finde ich auch, deswegen müssen die ja kurz sein. Heute Morgen auch nicht geduscht. Ey, sollen wir die so ein bisschen nass machen? Boah, hast du so ein Spray-Ding? Wir können mal gucken, wir können so einen Glasreiniger leer machen und einfach mit Wasser auf. Nee, lass Glasreiniger drin. Oder wir gehen straight up einfach Glasreiniger. Oh, Glasreiniger, Bro. Passt. Das geht auch. Kann ich bei dir duschen gehen? Schöne Haare. Ja, Felix hat eine Lösung gefunden. So, jetzt müsste es passen. Jetzt sollte es nass sein. Jetzt kommt man gut vor. Ich denke... Digga, ich muss den ganzen Tag noch in Köln sein. Alles ist nass. Ich muss mir wieder T-Shirts von dir leihen, Kevin. Nee, auf keinen Fall. Ich hab Haare im Mund. Hast du die Hose überhaupt dabei? Nee, haben wir gegeben gerade. Hast du die Hose dabei? Ja, und auch gewaschen. Dieser Wichser hat einfach eine Hose von mir abgezogen. Ich hab mir die geliehen. Unter Kollegen. Digga, Henno schneidet da auch richtig dicke Streifen ab, ne? Digga, ich habe. Ordentlich an. Das Wasser hat Haare in meinen Mund gespült. Ich hab. Mach A. Ich glaube, jetzt sind noch mehr. Ruhig halten, sonst sind die. Mach alles. Mein Girlcare-Hoodie ist nass, mein Shirt ist nass. Ja, das ist wirklich scheiße, Jungs. Okay. Ey, du hast oben was abgeschnitten! Nein, hab ich nicht. Digga, du. Digga, ey, du Hurensohn. Wir haben da mal. Digga, wir vor allem Felix! Bro, oben noch mal nicht. Spiel, bitte. Marcel. Ich sehe nur so, ich guck's nach links und Felix gerade so. Nein, Digga, da oben. No, oben ist echt kacke. Das dauert echt lange. Oben ist tabu. Nur hier. Felix, benimm dich. Es ist tabu. Was machst du denn da? Hä, Felix hält so einzelne Haare fest. Ja, guck doch mal. Guck dir mal diesen Nacken an hier. Siehst ja, du das? Musst du schön reinflexen. Nein, Bruder, das ist da. Schneidest du ihm die Haut ab? So, wir müssen jetzt mal als Team fungieren. Hier, guck mal hier. Digga, so habe ich mir 2024 nicht vorgestellt. Geil. Ja, unverhofft kommt auch. Boah, kannst du mich damit mal abblasen? Du musst wirklich ruhig halten. So sind die Ohren gleich ab. Sorry. Warte, wie machst du auf der Seite? Das ist zu weit oben. Hier wahrscheinlich. Digga, was hast du für dicke Haare, Bruder? Der verfickte Staubsauger verstopft. Ja, sag halt still jetzt. Bro wird einfach operiert. Werd gefickt, Digga. Das ist so. So stell ich mir Friseur vor, ich geh da hin, einmal bitte komplett, fick mich einmal komplett bitte, Digga. Ziffier. Wieso zitterst du so, Max? Hör mal auf, so zu zittern. Weil ich einen Tremor in der Hand hab, das ist normal. Nein, aber wieso? Warum schneidest du da meine Haare? Ey, bis jetzt ist mega frisch noch. Digga, sieht aus, als würdest du weinen. Ja, das ist nicht das Wasser. Ja, fresh. Also bis jetzt geht's hart, Dog. Ja, gleich das mein Friseur. Gar nicht. Du tust einfach so, als wärst du zwischendurch schon einmal nochmal da gewesen. Ach, Kollege, no joke, bis jetzt ist ehrlich gut. Wirklich? Ja, dreh mal zur Seite. Digga, müsst doch mal trusten. Es sieht halt wirklich noch nicht Arsch aus. Ja, doch geht. Ich hör so leichten Übergang nach oben. Ja, mach mal. Zeig mal, Profi, hat man gesehen? Ja. Okay, wir haben jetzt schon mal einen Nassrasierer geholt. 100% frisch und der vorher nicht an Kevin Tellers Eiern war. Nein, Digga, ich hab... Eier wirklich nicht, wallahi. Bro, ich krieg aber AIDS oder so. Wir würden jetzt dein... Wir würden dann später deinen Nacken damit ausrasieren. Ja, aber bitte, war der an deinen Eiern dran? War der... Sag, er war wirklich nicht an deinen Eiern dran, Kevin. Ja, selbst wenn, Mann. Der war nicht an meinen Eiern dran. Du kannst dich doch einschamponieren, dann sind Kevin Tellers
Schweißsack, Schweißhaare, die triefenden, die kannst du dann rausspülen. Ich finde, hier hinten muss auf jeden Fall noch ein bisschen weg, ne? Ja, ja, hier muss hin. Ja, da mache ich richtig viel jetzt. Ja, ja, schön weg damit. Welche Farbe könnte dumm gehen bei Noreax? Ich habe nicht Färben gekauft, ich habe nur einmal seitenfrisch. Alles gut, ich frage ja nur, aus Interesse. Hast du auch Haare waschen? Haare waschen habe ich auch. Ich hab Platinblond, hole ich mir. Ich muss hier unten noch. Digga, bis jetzt ist halt wirklich gut einfach. No joke. Kann Salon aufmachen. Ja, ist wirklich frisch, ja. Ey, können wir den einen Typen timeouten, der meinte, dass Noreax handsome ist? Bro, bitte, ich habe mich so gefreut über den. Hallo, du bist im Stream zu hören. Hallo, Maschere. Ja? Kurze Frage, wir haben noch eigentlich so einen Rasierer, also für so Haare. Weißt du, wo der ist? Ja, unter der Mikrowelle da eigentlich. Kevin ist übrigens fast täglich in Lebensgefahr, weil er sich die Eier mit einem Nassrasierer rasiert. Nein, nein, das ist nichts. Digga. Nein, witzigerweise passiert da gar nichts. Da passiert überhaupt nichts, ne? Ja, ich joke, das hat mein Mike gebraucht. Hast du schon mal deine Eier nass rasiert, Norix? Musst du deine Eier schon rasieren? Also eigentlich, ja, einmal alle 2 Jahre. Ja. Ja. Und das machst du dann nass? Ich habe das auch immer nass gemacht, aber ich hab mir einmal so heftig in den Hoden geschnitten. Wirklich jetzt? Ja, hat gar keinen Bock. Ich finde, das geht gegen jede Naturgesetz. Nee, mein Hoden ist so ledrig und faltig, Dicker, das geht nicht. Das geht nicht, also habe ich mich völlig... Ist halt tagesformabhängig, ne? Ja, ja. Wo ist das? Kadel? Okay, oh, hör auf, er hat's. Ich hab's gefunden, hier. Ruhig halten. Der ist mega scheiße, aber also wirklich so dieses insane Scheiße. Remington? Ja. So hieß eine Shotgun in Black Ops 2. Geil. Also die wird Marcel auch brauchen nach dem Haarschnitt. Alter, du musst ruhig halten, bitte. Nicht lachen. Wow. Keine Gags, Leute, keine Gags. Ich sterbe. Es kann sein, dass die nicht geladen ist, aber wir können die laden. Die Remington ist nicht geladen? Nee, ich glaube nicht. Besser für dich. Besser für mich. Ey, bitte. Da ist kein Aufsatz drauf. Kein Aufsatz, Kevin! Hey, versäumt nicht meinen Haarschnitt. Nicht ohne Schalldämpfer. Ich könnte dir hinten ein kleines Muster rennen. Ja, könntest du mir einen PP... Können wir bitte mit einer Augenbraue so... Keine Augenbrauen-Cuts, stopp. Bitte. Nur, ich würde nur einen Blitz in die Seite... Ich nehme... Oh. Ey, aber da ist so ein kleiner Aufsatz schon drauf, ne? Nee. Würde mir einer Blitz in die Seiten rasieren? Also eigentlich ist... Oh, ich will. Ich will einen Katschau. Ich will Leute mit Kriegen. Du kannst dir hier noch 0 mm ziehen an den Seiten. Ich will aber nicht 0 mm. Ich will einen Eyebrow-Cut, aber einen stabilen. Ich will wirklich einen coolen, stabilen. Wie macht man einen stabilen? Man macht irgendwie legit mit so einem Lineal oder halt mit Finger, also eine Linie. Ich glaube, von der Nase. Von der Nase. Genau. Also ich so bin der Einzige, der hier arbeitet und kann mich nicht konzentrieren. Sorry. Wechsel mal das Werkzeug, Bro. Okay. Wie viel kannst du meine Hand halten? Wollen sie? Mach mal so, wie du denkst. Gib mir deine Hand, Kevin. Wollen sie komplettenspitz oder? Mach einfach, ich habe keine Ahnung. Wie sieht's aus? Wie wird's? Aber das ist gerade so Covid-Shit, oder? Safe. Das ist so... Es ist Corona und die Männer müssen sich gegenseitig rasieren. So. Digga, wir hatten Discord-Arm, ne? Wo jeder sich selber Glatze rasiert hat. Und Eier? Nein, Unter. Okay, sorry. Digga. Kann ich jetzt eigentlich mal deinen Schwanz sehen? Meinen? Nö. Ist das hier die wöchentliche Versammlung der Linksversammlung? Moin. Hallo. Zecke-Alarm, Zecke. Hello und ich sind nicht mehr linksversifft. Wir haben rechte Fans. Wir haben, also einmal gibt es Leute, die auf TikTok schreiben, ich bin zwar rechts, aber feier Pomplatte trotzdem. Bei Henno hört der Spaß aber auf. Das ist krass. Das war ein Kommentar. I win. Das habe ich mal gesehen. Und tatsächlich machen so so mäßig die AfD von Österreich quasi, die macht Werbung mit einem Bild von uns beiden, wo wir uns die Hand reichen. Haben wir schon, das ist schon in Strikung. Also die Strikung wurde schon beantragt. Wirklich jetzt? Ja, ja. Also nicht der offizielle Account, ne? Nicht der offizielle okay. Account. Ah, okay, okay. Aber irgend so ein Fan-Account drauf. Das ist crazy. So die junge Alternative mäßig von denen, oder was? Ja, der FPÖ ist komplett versaut jetzt. Die FPÖ, so. Genau. Sollen wir mal einen Kessel Blitz reinhauen, oder? Einmal ein Q und einmal ein P. Nike-Zacken, Dicker? Nike-Zacken, Coupé und einmal ein Blitz. Ich bin ja Lightning McQueen. Von der Straßenbahn. Katschau, Dicker, katschau. Nike-Zacken? Willst du einen Zacken, Dicker, Alter? Nee, ich weiß, wie mein Schwanz aussieht, Kevin. Warum? Wir waren Arschloch-Waxen. Ja, stimmt. Müssen wir wieder machen, Bruder. Wirklich? Ey, Realtor, ich werd down. Re-Rap. Aber so auf Offline, einfach ohne Content. Ja, safe. Aber so ein... Hä? Ja, es muss so ein... So, was so ein stabiler Vormittag sein. Ja. Kann ich Backen spreizen kurz, rein den Bugs und dann ab. Kann ich meinen ich bin wirklich mittlerweile wieder überfordert. Kann ich meinen Arsch noch wechseln, ohne dass ihr meinen Schwanz seht? Klar. Nein. Also man sieht auf jeden Fall so... Wir können dann rausgehen. Ja, ich war mal beim Hautarzt. Na, ist aber egal. Okay, nee, erzähl, du musst das erzählen. Also, ich war beim Hautarzt, Screening nennt man das. Da wird einmal der ganze Körper abgecheckt, ob man Leberflecken hat, die irgendwie schwierig sein können. Boah, das hatte ich auch mal. Ja, das habe ich auch gemacht. Ne? Hautkrebsvorsorge. Da hat der Bruder mal aktiv meine Eiche angeguckt. Der hat mein Damm abgetastet. Ja. Richtig intensiv. Bist du gekommen? So, bei mir war es halt kein Bro. Ah, war eine Frau? Genau. Und ich habe irgendwie, ich bin so straightforward immer. Ich denke darüber gar nicht nach. Ich gehe da einfach so hin und denke so, gut, ich
macht es halt jetzt. Aber ich denke nicht auch, aktiv auch, darüber nach, was passieren könnte. Ist ja auch so ein Arzt-Umfeld, da denkt man so, da geht man halt hin. Ne? Safe. Und naja, ich komme halt da rein und ich denke halt, ich muss leicht ausziehen. So, aber dann sitzt da halt so eine Ärztin, die so Ende 20 vielleicht ist. Und sie sagt halt so... Sie hat dich nicht begrüßt mit, was geht ab, Henno? Nein, die hat es mega professionell gemacht, alles gut, aber sie war halt so, ja, stellen Sie sich mal hin. Warte, du bist jetzt ich, ja? Ja. Du kommst so rein. Okay. So, komm mal rein, sag hallo. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, dann ziehen Sie sich mal aus. Nein. So, und dann... So ist es nicht passiert. Dann, ja, jetzt überspitzt, ja. Aber dann ziehe ich mich halt aus, ja, bis auf die Unterhose. Okay. Und sie so, okay... Dann guckt sie hier mit so einem Lupending. Ja. Und dann so, jetzt einmal bitte Unterhose aus. Und ich war wirklich so, gut. Und da hat sie dann aber nur so geguckt. Sein muss. So, einfach, es war nur so viel privat, so viel privat. Und dann so, dann ich wieder hoch. Ja. Und da dachte ich mir, ja, aber was ich, wenn ich auf der Rückseite oder so einen Fleck habe? Also eigentlich hättest du doch anheben müssen und so ein bisschen gucken, oder? Ja, oder du selber halt. Oder ich selber halt. Ja. Aber ich glaube, das war halt so. Stell dir vor, jetzt. Bis hier anheben, Bruder, er macht so bis hier. Sorry, was Digga. Was ist, wenn. Sorry, Drake auf einmal hier mit dem Zimmer. Oh, Digga, einmal anheben, Junge. Mit Kram. Aber was ist, wenn ich jetzt Hautkrebs habe, weil auf der Rückseite von meinem Sack ein schwieriger Leberfleck ist oder so? Ja, aber ich hatte auch schon mal so eine Situation, weil ich hatte so auf meiner Vorhaut auch so ein Muttermal oder so. Und dann dachte ich so, Digga, ist das neu? Ich habe das 27 Jahre lang nicht gesehen. Brandneuer Fleck. So eines Morgens. Ja, no joke. Ich hab das noch nie vorher gesehen, Bro. Bist du Vorhaut-Enjoyer? Was genau heißt das? Nee, enjoyst du Vorhaut? Ich bin Vorhaut-Connoisseur. Meinst du so, ob ich mir die nicht wegmachen so mäßig? Nee, Bro, das ist jetzt kein Beauty-Eingriff so, aber wenn du... Ja doch, ich glaube, Leute machen das teilweise auch, weil die das... ästhetischer finden. Und wirklich? Hygiene, glaube ich. Das ist crazy. Ja, ich will Haare schneiden. Mann, Digga, schneid Pissbombe. Ja, mein Leben ohne Pissbombe wäre nicht mein Leben. Digga, Pissbombe, Goldshit. Keine Pissbombe im Wohnzimmer, ich bin raus. Digga, was ist eine Pissbombe? Du kannst keine Pissbombe. Du machst vorne deine Vorhaut zu, pisst rein, lass es explodieren. Mann, Digga, geht zur Pissbombe nicht. Ich baue nochmal die Schere. Wie läuft's mit den Haaren? Ganz gut, oder? Was meint ihr? Ja, Bro, das Ding ist halt, Henry gibt sich ja für real Mühe, ne? Oh, siehst du aus wie ein gemachter Kerl, Junge. Ich baue nochmal den Rasierer, bitte. Ja, bitteschön. Oder was hat hier wirklich... Ja, können wir dir für 50 Subs die Augenbrauen abrasieren? Boah, das wäre so geil. Genau. Also ihr seid zwei beide sehr reich und ich denke für 50 Subs noch nicht. Da müssen wir höher gehen. Okay, 100. Aber jetzt pokert er, weiß ich nicht, ob wir da mitgehen sollen. Oder 100. Wen redest du? Felix, nee, oder? Na, über Felix und Kevin. 100, Digga, Augenbrauen brauchen noch länger als Haare, oder? 200? Ja, wir wollen eine WG. Warte, meine Mama Norex hat gerade, deine Mom ist gerade im Challenge. Nein. Ja, meine Mama sagt nein. War das wirklich Mutti? Ja, das war wirklich deine Mom. Ja. Wirklich? Ich gebe mir richtig Mühe für ihren Sohn. Bro, Norex Mom ist VIP bei mir. Mach extra Chat für meine Mutti. Mutti, alles, was du schreibst, sehen wir jetzt. Also bitte nichts Schlimmes schreiben. Oder dieses einfach nicht gekappte, nein. Nein. Einfach keine Mordings, Digga. Das ist krank. Bro, Shoutout. Oh, Müsli, danke auch für die drei. Ich werde den Jungs nicht deine scheiß verfickten TikToks sagen. Hey, Norex, Mutter ist im Chat. Sorry. Chill, Bro. Wer blöd? Oh Gott. Ja, müsst ihr sagen. Mann, Junge. Danke nochmal, Norex, für die krass gute Hentai-Porn-Empfehlung. Meine Schleudersahne ist bis an die Decke geflogen. Grüße, Marvin. Kein Problem, Marvin, immer wieder gern. Grüße, Marvin, zurück. Grüße auch an der Stelle nochmal an Norex Mutter. Norex Mutter, Mutti. Das ist alles, das sind Leute im Internet, die, das glaube ich, sage ich nicht. Okay. Hätt's geschmeckt, Kevin? Leg. Oh, shit. Also, das hier ist jetzt der aktuelle Stand gerade. Fresh, Digga. Bro, ich hab voll die dicken Haare und so. Ich hab voll die. Digga, das sieht scheiße aus hier. Du hast halt einen Zacken, ne? Was? Warum ist das da unten so spitz? Das war schon so. Bro, ich wurde spitz gemacht. Und jetzt haut also Haare. Das kann ich noch wegmachen. Ja, das wäre clean, wenn das weggeht. Aber die andere Seite finde ich auch besser. Nee, das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Digga, das ist einfach deutsche Live-Emote. Gib mal her. Ist ja aus wie ein Dreh von hinten. Ah, ja, das ist echt nicht schlecht. Der ist ein sehr frecher Arzt hier. Guck mal, der. Was macht der kleine Junge mit Kappe? Der alte Mann und Glatzer mit dem. Hey, hey, hey. So lit. We lit, ne? Bruder, das ist so scheiße. Hier ist dein Handy wieder. Alter, ist das kacke. Nein, so, wo machen wir einen Zacken rein? Hier. Oh, machen wir? Ey, aber das sah nicht so radikal aus hier, bitte.
Sicher, sag doch nicht radikal. Nein, das sollte sich so. Oh mein Gott. Ich würde nochmal in die Runde werfen, dass ich in einer Grundschule arbeite und die Kinder dich auf Twitch gucken, obwohl die 10 sind. Freue mich schon auf morgen, wenn die darüber reden, was heute geschehen ist und ich die dann therapieren muss. Bro, das ist Cap. Niemals gucken 10-jährige Leute meinen Stream. Achso, ich glaube, die meinen dich, ja. Das ist meine Lehrerin, Frau Meier. Wir sehen uns morgen. Hausaufgabe gemacht. So, wo soll der Zacken hin, kleiner Mann? Boah, aber ne, einen ganz dezenten, einen ganz dezenten. Jetzt nicht so ein übertrieben. Ja, ich hab noch nie, das noch nie gemacht. Ey, lass auf jeden Fall ein Like da beim Crackspy-Video, ne? Ja, viel Spaß mit dem. Ja, soll der so von hier kommen? Mann, ich weiß nicht, der soll irgendwie dezent und ein bisschen witzig aussehen. Ja, wir machen dezent. Aber auch nicht zu tief. Machen blonde Haare, damit erkennt man keinen Unterschied. Macht man das so, Chat? Macht man so einen Witz? Alter, willst du wirklich so eine Kontur da durchziehen oder was? Yo. Ich glaube, dafür braucht man legit so einen Sivir Blade. Das weh? Polish. Oh, oh, okay. Ey, Chat, ich glaube, wir haben mit dem Ding auf der Edeltour 1. Eier rasiert? Nee. Eier rasiert. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ey, so, by the way. Digga, ist das Anzig. Okay. Digga, ist das Anzig. Digga, das ist richtig Anzig. Digga, Top 5 Sprüche, die man nicht von seinem Friseur hören möchte. So, wo soll der jetzt backfiren, der Mist? Oder das sieht in Real so unfassbar beschissen aus. Ja, sieht schon wirklich scheiße aus. Das sieht richtig scheiße aus. Richtig kacke aus. Alter Schwede, das sieht richtig kacke aus. Boah, ey, vor allem, wie gut ich das vorher gemacht habe. Okay, lass das hier einfach so lassen und hinten probieren nochmal. Hey, du hast jetzt legit einfach nur Scheiße gebaut. Wir lassen das so. Sieht so. Digga, was? Du hast einfach nur eine Scheiße. Du hast einfach nur den Übergang verkackt noch her. Okay, Real Talk. Wir können es doch retten, indem wir die Seiten auf Null machen. Probier mal. Warum auf Null? Den Strich mal zu ziehen. Okay, hast du so gemacht? Bro, ja, genau, das ist richtig gut. Ich will Game Royale nur das sehen. Probier du mal. Oder halt jetzt die Fresse. Wie? Bis hierhin. Jeder will das im Friseursalon hören. Probier du mal. Ist das geil? Mega geiler Haarschnitt. Ja, Leute, ich bin fertig. Ihr könnt weitermachen. Probier du mal. Hey, Felix, du machst weiter. So ein WG-Friseursalon. Probier du mal. Sieht absig aus. Ja, das muss halt auf Null, das ist halt kein Zacken, das ist ein Loch. Das ist so scheiße. Was sieht aus wie das Batman-Logo? Ja. Hey, sieht aus wie der Rhein, der da durchfließt. Wollen wir es wegmachen? Ich fürchte das. Hey, Retalk auf Null wird krass kommen. Nee, aber Batman ist hart gerade. Ich glaube, auf Null wird krass kommen. Okay, ich vertraue dir. Wenn scheiße aussieht, was mach ich dann? Dann gehst du zum Friseur. Ey, mein Digga, was? Du machst die Koteletten weg. Bro! Ey, Retalk, das geht hart, was macht? Na, Digga, ich sehe Todesscheiße. Nein, aber ihr müsst hier so Ding umklappen. Hier diesen. Ja, klapp mal um. Mach bitte einen schönen Übergang. Bro, nicht zu hoch. Nicht zu hoch, entspann dich. Ja, mit so einem ganz kurz. Ich glaube, wenn man einen geilen Übergang macht, dann schneidet man nicht bis hier oben ab, oder? Das wird gut. Ey, wir können Realtor, wir könnten auch so ein Mullet machen noch. Ja. Mullet wird auch machen. Er hat aufgegeben, Bruder. Bro, mach einfach Glatze, Digga. Scheiße. Es gibt immer wirklich. Mach Glatze. Wir können auch eine Glatze machen, Digga. Ey, komm, geschissen. Egal, ich sehe aus wie ein Opfer, Digga. Bro, ich war so zufrieden mit meinen Haaren, ich wurde gefickt. Ist das krass? Ich dachte, wir machen so dezent. Wir machen gut. Also. Deine Mutter hat geschrieben, au weia, und dann ist das ein Basti-Emote? Ja. Sie hat geschrieben, au weia, zickzack M. Was machst du jetzt? Alles gut. Digga, das sieht böse aus. Bro, das ist no joke, mach Mullet. 1955. Versuch mal so diesen Abstand so durchzuziehen. Ich check. Digga, das ist ein Mullet, aber mit so Geodreieck, was du da reinhängst. Mullet rechter hier, Alter. Krass. Ich kann dir die Hand halten. Digga, das ist so ein spitzer Winkel. Nee, so ein Stumper. So, wie viel Grad? Sag mal, wie viel Grad? Ich würde sagen, das sind so 110. Mein Kopf sieht auch so scheiße viel größer aus als vorher jetzt noch mit diesem Spitzwinkel. Achso, warte mal, wir müssen von hier. Boah, nee, geht hart. Kann da mal jemand Geodreieck anlegen kurz? Hast und mal uns sagen, wie viel Grad das sind? Ich habe leider keins, ne. Jetzt noch so einen kleinen Rattenschwanz im Nacken und no Reaktion. Mit Tesafilm. Ja, aber no, das kommt Loki wirklich hart aus. Oh, imagine. Bruder, wir zaubern hier was. Hä, die Seite sieht ja ganz anders aus, bist du dumm? Bruder, das ist ein... Digga, bist du dumm? Digga, das... Bro. Digga, ich werde gleich mal einen Prozess gegen dich eröffnen, Alter. Pass mal auf. Probier's. Bruder, guck mal, wie hoch das hier ist. Sag mal, kriegst du noch was mit? Ja, es muss aber doch gleich sein. Ich mach doch mein Beste. Digga, gut, dass wir gestern die Wohnungsbesichtigung hatten. Oh, was heute. Genau? Warte mal. Stimmt, ihr zieht zusammen in eine Wohnung, ne? Digga, die haben sich als schwules Paar ausgegeben. Nein, das wirklich? Ja, aber nicht gewollt. Ich würde sowas niemals instrumentalisieren, Chat. Die meinte so, ich habe so angerufen und die meinte so, ah, mit wem wollen sie denn einziehen? Weil sie hatten die Unterlagen. Ganz geguckt. Kurz. Mit Marcel, das ist ihr Partner? Und ich so, ja, er ist mein Partner. Ich glaube, ist vielleicht auch
geiler Kameraführung. Ich glaube, das ist auch geiler, weil es vielleicht leichter ist, als eine WG zu bekommen. Ja, er will sich instrumentalisieren, aber wir standen in einem großen, lichtdurchfluteten Raum. Er meinte, hier würde unser Bett ja richtig gut reinpassen. Bro, halt deine Fresse, du bist ja... Keiner hat so instrumentalisiert wie du. Vor der Vermarktung hast du mir die Hose runtergezogen, mir eine Blasen. Was ist denn Digga, ich wollte die Wohnung, oder? Digga, ich wollte die Wohnung. Ja, aber bin ich jetzt das Problem? Ja, hab dir den Schwanz abgemolken im Badezimmer, als sie dich welche geguckt hat. Ohne, genau, dass wir davon Vorteil haben, dass wir mussten. Die hat's gar nicht gesehen, aber einfach so. Schreibt dir ein Buch darüber? Jo. Ist das sehr geil. Boah, so. Der sieht sogar noch besser aus als der andere, glaube ich. Aber der ist noch zu tief. Ja. Hab gerade eingeschaltet, warum ist die Frisur aus, sieht aus wie Dresden 45? Ja, weiß nicht, so schlimm ist. Nein, das ist Bullshit. Boah, Bro, die Seite ist wirklich Arsch, an der ihr gerade seid, ne? Also das, Alter, ist wirklich, Mann, bodenlos. Du bist ein Blends of Crack, Alter, das, so wie du schneidest. Jetzt bist du wirklich Berliner. Marcel. Ah, ich werde, no joke, wenn ich zurück in Berlin bin, ein paar Pappen nehmen und einfach feiern gehen. Mir ist es jetzt wirklich, du siehst aus wie sowieso egal. So ein Berliner aus der Techno-Szene lang. Ja, aber einer, der sich keinen guten Friseur leisten kann. Top, danke. Nee, hier wird's schwer. Bruder, ganz kurz. Wie krieg ich das so nicht mehr hin? Ey, Felix, vergleich's doch ab und zu mit der anderen Seite, das sieht ganz anders aus. Mach auf der anderen. Nein, null. Mal kurz. Er hat hier legit ganz andere, andere Höhe. Das sieht so scheiße aus. Mein Ohr ist einfach tiefer. True. Wer ist dein Ohr echt tiefer? Yo! Ach du Scheiße! Das ist, guck mal, hier hinten ist viel, Digga, weniger zum Ausfüllen. Hier ist viel niedriger. Warte mal, hier ist so. Jetzt hör doch auf mit diesem Quatsch. Ja, ey, was ist, wenn wir das einfach... Glatze. Was ist, wenn wir das einmal... Glatze. Was ist, wenn wir Glatze machen? Was ist, wenn wir das einmal, wenn wir diesen Streifen, den wir abrasiert haben, einmal so rumziehen? Einmal so diesen, ja? Der andere Seite ist locker. Bro, aber guck mal, der eine Brainstorm, wie wir es machen, der andere macht. Das macht doch keinen Sinn. Ab hier. Ja, wirklich. Ja, andere Seite. Einfach so durch. Einfach so durch. Wir wissen, was wir machen. Wir hätten sonst... Wir können auch noch einen Topf holen. So ein bisschen. Alter, das ist so... Digga, was ist das denn? Ich hab Geheimratsecke hinten bekommen. Alter, du siehst aus wie dieser eine Rapper. Bisschen. Digga, welcher also, Rapper? Bisschen. Der auch so rappt, vorne Party, hinten... oder so ein Scheiß. Das müsste Young Lean sein. Ja, das ist Young Lean, Bruder. Warte. Deine Mom hat geschrieben, hol ein Haarband und leg es um. Ja, ich werde mir nach Hause kommen, mein Vater wird enttäuscht sein. Was? Hast du Gummiband sonst einfach? Was sollen wir umlegen? Mich, ihr sollt mich umlegen. Seine Mutter will, dass wir Marcel umlegen. Ach, sehr gut, dann machen wir. Legt es um. Also oben sieht er cool aus. Stell dir vor, du schreibst mir deinen eigenen Sohn, legt es um. Mami? Mutti? Digga, hier ist wirklich Puma-Käfig zwischendrin, Digga, ich mach mal Luft. Du siehst aus wie von hinten wie Homer Simpson, du Hurensohn. Was ist das? Digga, ich hätte Felix niemals einen Rasierer gegeben an deiner Stelle. Ich finde auch, wir sind seit am Anfang, wo Henno sich wirklich sehr viel Mühe gegeben hat mit der Schere, unfassbar krass abgestürzt irgendwie. Das war am Anfang echt solide, Chat. Rasierer hat so ein richtiges Eskalationspotenzial, Mann. Wenn du das so einem kleinen Buben gibst, Alter. Warum stand Felix eigentlich, Digga? Bei Henno, ich habe mich wohlgefühlt. Es war geil. Deine Mama hat geschrieben, Gummiband und dann einmal rum, Haare ab, schnipp, schnapp. Schnipp, schnapp. Topfschnittmäßig, ja. Ey, Mama's certified, let's go. Oh. Einmal rum. Guck mal, wie deine Mama meinte. Wir müssen jetzt hier den hier einmal rundherum ziehen. So, hier runter. Dann hier wieder connecten. Und dann macht dir Felix hier noch einen kleinen Übergang drüber. Felix kann sehr gut Übergänge machen. Ja, das wissen viele nicht. Ja. Wussten viele nicht, wusstest du auch nicht. Deine Mama schreibt ja. Ja, wir müssen es machen. Ja, komm, hol Habert. Ja, wenn deine Mutter das will, dann müssen wir dem nachgehen. Deine Mom hat geschrieben, Bro. Was soll in Amerika wärst du auch noch gar nicht volljährig. Siehst deinen Vormund, Abfahrt. So, Haarband oder ein Kopf? Willst du Haarband oder einen Topf? Mir Mühe gegeben. Ja, aber mach einfach. Okay, wir müssen Marsha anrufen. Lass einfach Freestyle machen. Ja, okay. Lass einfach Freestyle. Ja, okay, Felix. Wer soll schneiden? Werde ich bis zum Red Bull Game Boy wieder. Ich müsste Kevin machen. Nee, Kevin will sich Jan nicht schmutzig machen. Doch, ich würde es kurz mal machen, ja. Aber bitte gib dir Mühe. Bitte gib dir Mühe, Kevin. Ich würde es kurz mal machen. Mach mir Bosi-Fake. Ich bin hier wie so ein Dad. War das dann Tab auch mal bei Kevin auf Handy? Deutsche Gimbal. Mach erstmal so eine Herde. Mach mal Kopf, Mutter. Boah, der geht aus. Schade, wir müssen es so lassen. Der musste gerade richtig ackern. Der hat zu kämpfen. Oh, Bruder, der und die Batterie ist leer. Macht dann 25 Euro. Weiter wird heute nicht geschnitten. Die Batterie ist leer. Was machen wir jetzt? Ja, lad das Ding. Voll. Er fragt, was machen wir jetzt? Digga, lad und dann machen wir... Felix, irgendwo da drin ist das Ladegerät, guck mal. Und das ist eine schöne Lücke. Guck mal, da ist so ein richtiger Knick drin. Digga, was ist das? So ein Bordstein einfach. Digga.
Kann weitergehen, Männer. Jawohl. Wir sind jetzt Loki ein bisschen gehandicapt hier. Du musst ein Stück mal hier rüberrutschen, ne? Das ist komplett scheiße. Nein, das, ich glaube, das wird hart. Es ist einfach. Ist das absolut scheiße, Junge. Hey, können wir es einfach so lassen? Mann, ich habe einen Moment, wo es richtig gut aussah. Der Bro sieht aus, als ob ich da wirklich eine Haarband hätte, ohne Haarband aber. Warum lächelst du so voll geil beim Schneiden? Ich bin geil wie Kevin, das ist so richtig angegeil. Ich schwöre, mit der Zunge durch am Rumgeilen, Alter, das sieht scheiße aus. So geil. Jetzt zieh durch, Kevin. Zieh einmal, kannst du einmal hier Digga, richtig runterziehen. Oh, das sieht so diesen turbostabil aus. Der Mutti reiten auch. Digga, das wird, vertraut mal. Das ist geil. Das sieht aus wie so Papst einfach. Ist gut, oder? Der Poti. Der Poti, Digga. Der Papst of the Year. Digga, jetzt wird so richtig Topfschnitt, Alter. Digga, schau mal, sollen wir das hier einfach so lassen? Guck mal, hier diese Insel. Bro. Ja, ich trage Brille, dann ist das so ein bisschen, weißt du? Oder lass halt noch Italien kurz. Bro, ich sehe viel aggressiver aus. Ich sehe eigentlich normal aus wie ein echt lieber Mensch, aber jetzt nicht richtig. Der Insel ist auch fresh. Also du sahst vorher aus wie so ein Schwiegersohn. Ja, und jetzt bin ich halt einfach ein Schlägersohn. Ein Schläger. Oh, nee. Aber man muss noch hinten ein bisschen gerader, glaube ich. Ja, wir machen ja jetzt Übergang. Ich bin dafür, dass Max das wieder macht. Ja, okay. Ja, dann, ja aber dann bin ich... Okay, mach mal einfach der Kampf. Rundfahrt. Ja, mach Porn. Mach Herr-Porn. Nehmen wir mal nach vorne ein bisschen. Also ich glaube, es gibt zwei Optionen. So, wir sind fertig. Wie finden Sie es? Was? Fünfmal Trinkgeld. Digga, ist das kacke. Wie geht denn das hier drauf? Der Lotti. Ey, no joke, ich glaube, wir kriegen das hin. Ja. Retalk. Ich glaube, wir können das rennen. Ich glaube, wir kriegen das hin. Wenn Seiten frisch machen, etwas eskaliert. Nein. Oben ist ja noch nichts gemacht, aber das ist gut. Oh nein. Digga, kann ehrlich richtig fresh outturn. Ja, das ist der Stand jetzt, aber wir kriegen es noch besser hin. Der hier sieht Loki aus wie Zabex, oder? Die Frisur ist vielleicht scheiße, Marcel, aber dafür würde ich dir als kleinen Ausgleich eine Autogrammkarte geben. Wirklich? Der hier sieht so schmierig da drauf aus, Digga. Der wie schmierig. Bro, Digga. Ist der? Nee, das wäre gut. Oh mein Gott. Ich kann Mucke anmachen, wenn ihr wollt. Warte, was ist so, was ist denn so, was läuft denn in so einem Friseur? Ja, das ist gut. Machst du mal noch einen Schei, Chef? Kann ich mal einen Schei haben, einen frischen? Machst du mal einen? Danke, die Großer. So, was willst du denn haben, Chef? Einmal Schei und einmal fick mir eine Seite komplett. Einmal auf Null ficken, das Ding. Einmal einen Schei und fick meine Seiten komplett. Machst du mit Feuer mal hier beim Bart? Ja, aber da muss jetzt auch noch die Augenbraue gemacht werden, ne? Boah, scheiße, okay. Immerhin kommt er so erst recht nicht ins Berg ein. Die Frisur sieht genau so aus. Oh, ist ein Keylogger, wo es verarscht. Oh mein. Das machen wir. Die ist gesetzt. Machst du mal oben auf Null, Hello? Wie will? Mach mal oben auf Null. Digga, Sonne auf Null. Weiß nicht, wie ewig wir zwei uns verlieren. Wir waren Geschwister. Ich zappel. Bitte. Tausendmal berühren. Tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht. Es ist ungemacht. Und jetzt alle. Tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht. Es ist ungemacht. Kann so nicht arbeiten. Zappelt, ist alles scheiße. Du bist ein Banger, Digga. Tut mir leid. Sorry. Geh mal einfach live-Vlogging. Der Übergang hat sich halt verschoben. Ja, ich brauche jetzt noch einen kürzeren. Oh mein, was hast du gemacht? Du! Ja, wenn du hier 1001 Nacht unbedingt singen musst, okay. Und dein Leben in den nächsten Wochen von diesem Moment abhängt. Vor 1,5 bis 3, bitte. Ja, kommt hier. Nein, Digga, es wird immer weniger, warum denn? Der Übergang geht immer höher und es wird immer weniger. Warte, zeig mal kurz hinten, zeig mal hinten. Nein, oh, das sieht mega scheiße aus. Holy shit. Alter, hinten ist... Oh, scheiße. Ey, Digga, warum auch scheiße? Hinten ist ja richtig scheiße. Nein. Ihr dürft halt wirklich nicht zappeln jetzt. Ich hab auch hier. Kevin, mach nochmal einen Kracher an, das ist eh jetzt alles vorbei. Alles schön, du hast die Jahre schön, du hast die Jahre schön. Ich hab so einen relativ neuen Song, das ist ein absoluter Hit. Pro. Nein.
Nein! Komm, es sag ich ein, wir machen es in den Burger rein. Nein, Gott, wir sind zu jeder Zeit. Burger, komm, es sag ich ein. Ich geh auf und fahr direkt in den McDrive. Wenn die mal Labo sehen, wissen sie Bescheid. Oder die, alleine die Leine ist so wild, Digga. Ich find den Fakt irgendwie, es gibt einfach YouTuber, die sind einfach Mobile-Game-YouTuber. Und die machen, also es ist null schlimm, wenn jemand Content macht für Jüngere, aber die machen Content für so 8-jährige Leute ja. Und fahren mit einem Lambo in den McDrive. Ich denke, das ist einfach eine kausale Kette, die keinen Sinn macht. Wenn ich den Song höre, wünsche ich mir, dass Hanno mir auch noch die Ohren gleich mit abrasiert. Also, Hanno, komm, mach ganz auf die Seite, komm. Ich mach's ein bisschen aggressiver. Ja, hallo! Ja, ich muss jetzt. Hallo, bitte, hallo. Oh mein Gott, Hanno, weg mit dem, ich muss gleich. Ich muss gleich. Das, Bro. Der hier? In the morning, Oh shit, harte Moves, oh shit. Digga. Das ist egal, jetzt die Bro, Musik. Bro, das sieht halt so scheiße aus, der Band. Obwohl? Das ist eigentlich doch. Nur die Musik rettet das, bitte. Obwohl? 30 Jahre schon. Nein, es gibt kein Obwohl, never mind. Ja, mach einfach Musik, scheiß drauf. Ey, wir haben noch alles da zum Blondieren. Ja, dann bin ich aber. Okay, ich kann auch machen. Ich würde jetzt nochmal was versuchen. Ja, okay, nein, es ist alles egal. Lass mir die Haare blondieren. No joke, es ist alles egal. Wenn du merkst, wir können das machen. Wir haben alles da auf jeden Fall. Also, wir können es auch wirklich auf Ernst tryen. Dann machen wir das. Okay, dann. Kevin Teller 2.0 wird heute geboren. Kein Bock mehr. Achso, Bruder, ich suche gerade mein Handy, Digga. Philo, hältst du in der Hand? Yo. Ich glaube, brauchen wir gerade nicht mehr, oder? Nee, ist eh am Arsch. Ja, das Ding ist durch. Hä? Der nächste Marketing-Stunt werden die blonden Haare. Schätzt das mal nicht. Kannst du einen Chatback machen, den rechten? Welchen Bro, den hier? Den rechten. Nee, ich werde Gameboy Royale aussehen wie eine Kopie von dir. Ey, ja. Ich hab alles. Ich rette es gerade. Ich hab alles. Wir haben sogar, Mascha hat mir sogar alles gegeben. Wir haben sogar ihn hier. Boah, krank. Digga, das ist krank. Leute, ich hab's wirklich for real, glaube ich, gerettet. Kann ich mein Girlcaf-Hoodie vorher aussehen? Der Girlcaf-Ding da. Du musst wirklich alles aussehen, was potenziell ist. Wirklich, guckt euch das mal bitte an. Oh! Also hier unten sind noch so ein paar Flecken, aber an das, sich. Ihr müsst jetzt nur den Übergang oben. Ich glaube, ein bisschen geht noch. Ein bisschen kannst du, glaube ich, noch das. Actually, nicht schlecht. Digga, du hast echt einen fetten Hals, Digga. Danke, Mann. Hey, das ist richtig. Meine Kollegen nennen mich Stiernacken. Ich könnte niemand nennt dich so, Bruder. Niemand nennt dich so. Nennt mich Stiernacken. Nein, ich nenne dich Hurensohn, weil wir so. Ey, kannst du mir vorher noch einen Eyebrow-Cut fetzen? Einen schnellen Schnitt? Oh, meine Vater schreibt mir, wenn ihr erbt. Jetzt ruhig ich mal hin, Junge. Kann hier bleiben in Köln, Jungs. Ich hab ich eigentlich noch nicht fertig, Junge, Mann. Hast du mir die Haare wohl? Normal? Also, wir können schon mal alles mixen. Chef, wir haben jetzt spontan entschieden, wir blondieren Norex auch noch die Haare. Jo. Klären wir es noch mit seiner Mutter an? Aber ganz kurz. Ich ruf meine Mutter jetzt erstmal an. Wann die kurz? Ja, ruf die mal an, ob das okay ist. Aber hast du wirklich eine Vollmacht jetzt? Okay, deine Mama hat geschrieben, Katy Perry. Ja, wir brauchen Katy Perry. Meine Mama Katy Perry. Dann hat sie geschrieben, nein, keine Braue. Und dann hat sie wieder 4 Schlob aus dem Haus gemacht. Okay, kurz Rasierer aus, damit meine Mutti hört. Und hallo. So, aber lies doch mal auf korrekt meine Nachrichten. Ganz kurz, hallo Mutti. Hallo. Man hört dich. Also Haare blondieren ist in Ordnung. Ist Haare blondieren in Ordnung, Mama? Alles. Das habe ich mir selber geschaut. Alles geht durch. Ist von dir lizenziert. Rausgegeben. Kein Tattoo. Ja, ich wollte mir eigentlich Papa Platz auf den Rücken stechen. Oh, wir können dich tätowieren. Boah, sollen wir noch einen Tätowierer einladen? Yo, Mama Tattoo, sorry, ist jetzt gebaut. Ist gebaut. Sie können auch direkt rumkommen, dann machen wir ihnen auch noch ein Tattoo. Bro, lass Mama in Ruhe. Nicht mit meiner Mutti hier. Ich hab Tattoos. Ich habe Tattoos. Ja, Mutti hat Gesichtstattoos, deswegen ja. Ja, wir können noch mehr machen. Mutti hat so ein Rift im Gesicht Post und Doom to Life oben. Ja, okay. Und unsere Postleitzahl hier. Okay, Mutti, dann ist das gebongt. Hab dich lieb, wir hören uns später. Jo, habt Spaß. Ich hab richtig Spaß, Mutti. Ich werde dich richtig gefickt in alle Löcher. Bis dann, Mann. Was? Immer würde ich so mit meiner Mutter reden. Mama weiß, das, Mama versteht das. Ist Mama. Das krass. Was ist das, Bro? Oh ja, jetzt geht's. Ey, danke für 37.000 Subs. Ich weiß auch, was zum Fick ist das? Oder wer hört sowas auf Audio? Ja, okay. Kollege da hinten. Zeit für ein Comeback von dem Banger. Oh mein Gott, kennt ihr den? Digga, das ist was. Den findet ihr jetzt besser. Verfickter ja. Hit, Digga. Ich bin im Club auf Miese J. Joe. Kelly Dinson, das Miese J. Joe. Kelly Dinson, das Miese J. Joe. Wer will die Haare von Marcel wirklich färben? Aber eine Person. Wer kann das denn wirklich, bitte? Keiner, Bro. Du hast das doch mal gemacht. Ja? Wirklich? Meine.
mit Kirby zusammen. Ich finde, es ist also... Ja, 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 das ist sehr gut. Ja, 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 das ist sehr, wenn das so wird, hast cool. Hast du nur blondiert oder auch gefärbt? Ich habe nur gebleached. Ja, genau, das meine ich, ja. Ja. Ich habe den Streamer irgendwie anders vorgestellt. Aber findest du gut, wie er sich entwickelt hat, oder? Ja, ist schon witzig. Okay. Ja, sieht gar nicht mal so gut aus, tatsächlich. Hey, guck's dir bitte nicht an. Hä? Bro, ich sehe richtig... Das sieht gerade echt kacke aus auf Kamera. Hey, Chat, damit ihr nicht sehen müsst, was da gerade für eine Scheiße frisiert wird, zeige ich euch ganz kurz hier, wie ihr actually mit Twitch Prime subscriben könnt. Meine Kopf ist über Twitch Prime. Und zwar müsst ihr einfach nur auf Werte deine Abo aufklicken, alright? Und dann da Prime-Abo nutzen, den Haken reinmachen. Es sind 3 Klicks oder so. Ich habe zwar schon genug Subs, das ist der Twist. Ich will aber noch mehr haben auf Nacken von dem Typen da, dass wir da gerade Content machen auf seinen Nacken. Sehr korrekt, by the way. Danke, Mann. Hab davon rein gar nichts. Danke dir. Check den Notti ab. Ihr müsst so denken, Chat, jeder Twitch Prime, der jetzt eingelöst wird, kann nicht mehr bei Norex, Philo oder Henno eingelöst werden. Bro, was hast du gegen uns? Also es lohnt sich umso mehr. Ich hab mit Ach und Krach kann ich mir die WG leisten und du machst jetzt so mit uns. Genau, korrekt. Deswegen vielen, vielen Dank an alle Subs. Los, Luca, danke für den Sub, okay, Bro. Kuss. Ganz kurz, die Seiten an sich danke von Norex Haaren sieht gerade so aus, wie jemand mit dem Tanzverbot keine Bilder mehr machen würde. Ja, Mann, ich sehe so radikal aus, Digga, Mann. Bro. Noch Bro Hemd dran und dann knallt. Digga. Ich grüße. Nein. Was genau machst du da, Felix? Wackel ein bisschen. Ey! Warte, ich zieh das Ding mal kurz groß. Bro, das sieht ja wirklich, das ist ja wirklich gottlos. Ey, der lacht. Digga, da hol die Kreditkarte, schön einmal hier durchziehen. gesperrt. Ah, okay, es ist actually gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Es geht, ich finde das... Erinnert euch bitte daran, als Kevin fertig war. Ja. Ist Kevin fertig? Was soll das jetzt sein? Du hast den Schnitt, du hast mich gefickt in den Arsch. Er hat mich schlecht rasiert. Nein, er hat. Hey! Achso, aber hammermäßig. ja, jetzt blondieren wir. Ich würde dann schon mal. Nicht einmal waschen vorher? Ja, doch, sollten wir, glaube ich, einmal machen. Okay, willst du mir die Haare waschen? Wollt ihr das kurz machen? Dann würde ich jetzt kurz schon mal alles anrühren und mir Handschuhe holen. Danke, Papa. Pass auf, dass du nicht nach draußen. Warte mal. True, nicht waschen. Waschen vom Färben ist mega dumm. Oh, ich sag ehrlich, das können wir dumm stehen. Und der Umhang wieder. Umhang. Ja, Umhang ist wichtig gleich. Aber noch nicht. Willst du mir vor dem Färben noch den Eyebrow-Cut fetzen? Aber auf gut? Einfach den Schnitt? Aber das sollten wir mit Maschine machen, oder? Also wenn das einer verdient hat zu machen, ist es Marcel. Ja, Marcel. Ja, komm. Okay, bevor wir färben, machen wir Philo noch kurz einen Eyebrow-Cut. Digga, warum sieht man so hart Marcels Dick? Mann, diese Hose, Bro. Bro, no joke, das ist ja auch hier so... Digga, das sind so richtige Mittelstufen. Diese chilligen 2 cm. Nein, das ist diese Hose, die ist so spitz. Das ist nicht mein Cock. Ich schwöre, Jungs. Ich bin nicht hart. Und selbst wenn, wäre es ja nicht schlimm, finde ich. Ja. Also ich finde... Ich finde sogar, das wäre geil. Ich finde. So, das ist okay. Alter. No joke, wir müssten hier noch ausrasieren. Warte mal, mach mal so kurz. Und zeig nochmal die Seiten. Ich glaube, wir müssen hier hinten noch ein bisschen ausrasieren. Ansonsten ist es echt okay. Klar. Also dafür, wie wir angefangen haben, Junge, wir haben einfach eskalativ reingeschissen und ja, dann haben wir uns langsam wieder angebahnt. Ich glaube, wenn wir es färben, dann ist es echt okay. Okay, ich weiß nicht mehr genau die Reihenfolge. Wir haben einmal einen Cremeentwickler 1.9 und 1.4. Hier lag heute früh noch ein Zettel auf dem Boden. W Song, ihr habt mich gespawnt. Hugo, was geht? Nein. Digga, ganz kurz. Warum schreiben mir regelmäßig Leute rein, dass Zabix gerade über 1.000 Viewer hat? Bro, das also ist übelst geil für ihn, aber warum, das ist jetzt auch... Also, er hat doch öfter über 1.000 Viewer. Ja. Ja, und? Warum werde ich so geupdatet da drauf? Okay, dann swap mal ganz kurz, dann machen wir dir noch kurz, oder beziehungsweise du machst Philo noch kurz den Eyebrow. Aber wie macht man den? Ich weiß nicht, wie das auf cool du, geht. Pass auf, du musst so hier von der Nase so diesen machen. Und dann mach da. Du. Nein, mach das, Bro. Ich trau mich nicht. Nein, du kriegst das hin. Ich fick ihn. Oder du musst das machen. Ich schlaf bei ihm. Wenn ich nicht bei ihm schlafen darf, dann bin ich im Arsch. Ja, du kannst auch was hier schlafen. Okay, gut. Ich werde deine Arme beide abrasieren. Das ist krass. Oder du musst einfach legit nur ein... Ah, oh, das wesh! Das ist eine Blaulichtfilterbrille. Bro, das sieht echt hart. Ich trag keine Brille. Ich finde, du siehst echt hart aus mit Brille. Alter. Bruder, ich finde, du siehst jetzt mit der Brille aus, als hättest du ein Tech-Unternehmen. Digga, du siehst aus, als würdest du Club Mate trinken den ganzen Tag. Und okay, das ist nicht cool. Wir warten noch auf Kevin, oder? Ja. Don't even know your name. It doesn't matter. You're my experimental game. Just human nature. It's not what the good girls do. Nein, how they can behave. So confused. I kissed a girl. I liked it. Oh, my boyfriend.
Kommt jetzt der Wir kochen Meth-Content oder wieso die Chemikalien? Genau, wir kochen jetzt Crack. Nee, wir werden jetzt noch. Wir werden jetzt Norex die Haare blondieren. Rasier ihm jetzt die Augenbraue komplett ab. Was will er danach tun? Dich verklagen? Ja? Einfach einmal durchziehen. Würdest du mir dein Anwaltteam zur Verfügung stellen, wenn er mich. Hab ich nicht. Scheiße, hast du Anwaltteam? Hast du einen Anwalt? Digga. Ich kenne den ein oder anderen Kickstreamer, der ein Anwaltteam hat. Da könnte ich dir was empfehlen. Ja, Schere. Da hätte ich was. Diese mäßige. Digga, fick so, mein Arsch. Digga, das willst du mit außen. Hier. Ja, hier. Das Ding ist, deine Augenbrauen ist nicht so lang, Bro. Machst du ohne Schablone? Reicht das mal? Jetzt kann man noch gucken. Okay, geh mal ran. Hier? Ja. Und die Augenbrauen habe ich mir auch rasiert. Ja. Starker. Ja, mach den. Füll den aus. Okay. Bro, das war ein Stück. Oh, das ist fresh. Das war ein Stück, Bro. Das ist fresh. Sag Wallah. Oder? Ist doch schick. Ist halt nicht tief, ne? Ja, wir müssen den. Warum hast du das so gemacht, Marcel? Ach, weiß ich nicht. Mach dich mal den Wagen. Ja, der ist fresh. Was meint er denn? Oh, der. Ja, den lassen wir so. Der ist nicht so tief. Doch, wenn der so tief ist, ich finde den fresh so, weil der so low key ist. Ja, der ist noch nicht so tief genug. Nein, der muss noch. Boah, ich finde, der ist gut. Ja, aber das ist ja nur so. Ja, den musst du noch dingsen. Ich finde ihn eigentlich gar nicht so schlecht, ja. Der ist voll solide, Real Talk. Lassen wir so. Geh weiter. Okay, das soll ein bisschen strähnig, sagen wir so. Ja, das ist nicht schlimm, das ist genau. Also, wir brauchen 1:2 Verhältnis: 20 Gramm Pulver und 40 Gramm von den 4% Sorgen. Digga, du bist ein Boss. Danke, Bruder. Danke fürs Leben, Chad. Chad, ihr seid Goats. Ist das zu eng, Bro? Es muss schön eng sein. Ja, aber es ist zu eng. Hauptsache, du kriegst noch Luft. Ich krieg gut Luft. Digga, geil, wie das hier rüberquirlt. Kevin hat heute noch gar nichts abbekommen. Weder Eyebrows. Ja, Bruder, schau mal jetzt. Noch irgendwas. Ja, also wir können mir auch die Seiten frisch machen. Aber ja, mit Nassrasierer? Nee. I will never make it pop without you. Jawohl, Mr. Reward. Ja, aber Retalk, ich glaube, ich meine zu wissen, wie es aussehen muss. At this point, it doesn't make any. Mir ist alles, ich habe völlig losgelassen. Der Löffel explodiert. Was kann denn passieren, wenn das irgendwie zu viel. Das kann die Haut verätzen. Ja, Bro. Nee, aber Retalk, wir passen. Er lacht. Wir passen wirklich auf. Also, jetzt mal Spaß beiseite, wir machen das jetzt gerade wirklich. Also, wir machen das Freestyle, aber wir haben einen Plan. Digga, das ist halt Zement, der noch nicht getrocknet ist. Also Retail, das muss doch viel flüssiger als das, aber nicht oder? Aber nicht mehr Turbo-4. Nicht mehr Turbo-4, aber ein bisschen würde ich sagen. Das ist perfekt, oder? Ja, Bro, jeder muss was anderes schreiben. Marscher. Ja, warte. Marscher. Marscher. Hi. Ich würde sagen, vielleicht noch ein bisschen flüssiger, war schon. Ja, so eins vielleicht. Wichtig ist halt einfach das Mischverhältnis, ne? Ja, wichs mal noch einmal rein. Na, Bro, ja, okay. Oder denkst du, es passt? Eigentlich ist es schon. Digga, du hast 3 Löffel reingemacht und wir haben auch ja, nee, das gut passt. 4, 5 Pumps reingemacht. Das wird schon passen, Bro. Was ist denn mit. Wir können doch erstmal eine kleine Stelle machen. Was sollen wir mal machen? Ey, wenn ich scheiße hier so aussehen, vorne, hier so, Gaming, eine Strähne. Dann brech mir voll den Arm. Das Ding ist halt, da müssen wir halt, wir können halt eine Strähne mal testen. Ja, aber lass eine Strähne testen. Das bringt ja nichts. Aber das dauert halt eine halbe Stunde. Ja, okay, das ist scheiße. Ja, aber kann man auf dem halben Weg schon irgendwie merken? Mhm. Ja, dann machen wir es noch einmal neu. Und dann machen wir safe, safe. Okay. Bei Mascharbeit, das passt. Okay. Aber wir machen es damit, Chan. Digga, das ist Crack-Küche-Shit hier gerade. Bist du bereit? Ja. Sicher? Ja. Digga, das ist alles voll. Welchen Song? Also du machst so wenig Pop, wie wirklich alles. Meine Spur, Wohnung ist leer. Ich weiß nur eins, jetzt ist Schluss. Und was ich um dich kämpfe, wo bist du? Basel, warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, 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 Hölle. So, und jetzt holen wir deine Haare. Es gab irgendwas, was sie mir erzählt hat, was man beachten soll. Was war die Reihenfolge, Chad? Fängt man oben an oder an den unten? Oben, ne? Der hat so geile Haare eigentlich, ne? Meine Haare eigentlich hat er geile Haare, aber die müssen jetzt weggeätzt werden. Willst du es machen? Im Notfall Im Notfall Baskart und dann blondieren. Ich finde blondierter Baskart auch krass. Okay, wir haben jetzt nicht stundenlang dich so geil wegfrisiert, damit wir jetzt alles übers Knie brechen. Ich helfe dir mit dem davor halten. Also ich habe mir so viel Mühe gegeben. Okay, jetzt drauf, oder? Erste Line vom Song gestimmt. Erste Line vom Song stimmt. Das muss wirklich richtig schwimmen. Mach mich mal richtig voll, Kevin. Leer mal deine Eier aus. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Wo ist der Kamm? Wo ist der Kamm? Egal, ich liebe dich. Wo ist der Kamm? Alles von mir haben. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Du kannst alles von mir haben. Boah, endlich kein Dino Dance mehr. Es ist so geil. Es läuft Mucke. Kein Dino Dance. Es ist wirklich so geil. Es ist einfach mal auch mal angenehm zur Abwechslung. Es ist schön, dass ich heute da sein darf. Wieso kann ich Feuchte spüren? Ja, das ist normal. Oh, nein, ist meine Hose, wenn man meint. Das ist verrückt. Oh, Kevin hat reingeschittet, glaube ich. Warum sagt das so nicht? Kevin hat komplett reingeschittet. Mann, ich brauche dieses Kommentar. Konzentrier dich bitte. Bin ich gefickt jetzt? Oder du bist komplett schwanzgefickt. Ja, bitte erstmal ehrlich. Oh, jetzt schropft es vielleicht aufs Ohr. Dann kriegst du. Es ist im Ohr. Oh, schön aufgefangen.
Mann, dieses Commentary. Schon gecatcht. Dieses Commentary macht mich so. Er hat sie nice gerettet, wirklich. Oder nochmal eine Foto. Oh mein Gott, voll auf die Shirt. Vergessen, was da ist. Ich finde, bin ich voll. Jetzt ist es zu spät, Noriax. Ja, die Jungs machen das schon ganz gut. Jetzt wird die untere Linie gepusht. Schön nach vorne, straight up. Ja, dann muss man gucken, dass man nicht True Damage an die Kopfhaut anwendet. Und sich nochmal vor den letzten Push. Man will jetzt das erste Objective auf der linken Seite angehen. Muss aber gucken, dass man die Ohren nicht von der eigenen Base verletzt. Die ganze Wave wird nicht komplett clear gewaved. Oh, jetzt gibt's einen Gang von der Botlane. Ah, da ist was auf die untere Lane gedroppt. Clear up. Schön mit dem Summoner Spell. Nice. So, die Lage beruhigt sich langsam wieder. Stell dir vor, du hast gerade den Stream eingeschaltet. Ja, und jetzt hinten schön Tower diven. Geil, hol die Platings. Geil. HFDI, Serpio schießt. Oder zocken irgendwie, weiß nicht, Schlag. Und jetzt das. Ja, Mann, jetzt bist du Kultur, Dicker. Von Fod. Ich würde die Hoffnung nicht aus. Ich find's gut, dass du deine Wünsche artikulierst. Oh, ich hab einen guten noch, Ja. Oh, ich bin Lightning McQueen! Oh mein Gott, kann schau, Motherfucker! Lightning the Highway! Ich möchte noch mal ganz kurz daran erinnern, Norax ist nur hierher gekommen, um die Hose vorbeizubringen. SOS, ich liebe dich! Ich hatte Zeit und mir weit, drum traf ich ein griechischer Wein. Bist du wie das Blut der Erde, fängt mir ein griechischer Wein. Digga, es sieht schon, geh mal ein bisschen heran. Es könnte... Man sieht auf jeden Fall schon, wie blond das wird. Ihr habt Mama Noriax verärgert. Scroll nochmal hoch, bitte. Mama Noriax ist verärgert, scheiße. Was hat sie geschrieben? Schreib aber nochmal rein. Scheiße. Was machst du da hin? Das ist ich versuche mit links Mann, hier. Mann, wie stehst du da auch gerade da? Wirklich wie so, als hättest du... Da klick mal drauf, du Arschloch. Als hättet ihr so dreimal eingekackt. Ja, hab ich auch. Was habt ihr Bastarde mit meinem Sohn gemacht? Ich glaube nicht. Nein, nein. Ich glaube nicht, dass das echt ist. Zeig die User-Card. Digga, wenn das echt ist. Bro, das ist niemals echt. Wenn das echt ist, Digga, wer fragt? Wie das Blut der Erde, komm, schenk dir ein. Das hat sie nicht geschrieben. Okay, ich würde sagen, noch 15 Minuten oder so. Nee, lass echt einmal rum. Ja? Okay. Dann einmal rum, was? Ja, Alufolie einmal rum. So, Marcel, wir schützen dich jetzt. Also, was ich fühlen würde, wäre ein Strähnchen, hatte ich schon mal nach dem Dart-Event. Oh, krass. Monatelang. Ja, wie ist es? Das sind noch einmal rummickeln. Deine Gedanken über die Ampelregierung? Naja. Erzähl mal. Habt ihr schon mal... Die Grünen, oder? Die verdammten Grünen! Der Habeck! Hast du das Gefühl, gerade einen Traktor zu besitzen? Ich hab sowas von einem. Habt ihr schon mal eine Babytaube gesehen? Nee, auch nicht. Die spawnen einfach, ganz kurz. Ne? Wenn ich schwöre, jetzt, die haben diese Kameras, Digga. Ja, wir sind hier ziemlich hoch. Und wenn ich rausgucke, ich schwöre, die Erde muss flach sein. Rita. Und es muss flach. Weil man kann ja auch, man sieht ja keine Neigung. Ja, ich sehe keine Neigung, Digga. Das Bro, muss... Ich hab so einen Zeitfriseur, bei dem ich manchmal bin, wenn mein Main-Friseur, ja, also Fatih. Das ist schon echt crazy, ja, Mann. Hörst du dir mal zu? Meistens gehen wir zu Fatih, aber wenn der keine Zeit hat, bin ich ganz, ganz selten bei so einem anderen Guy, der so über drei Ecken kommt. Und der erzählt mir immer, dass das Finanzsystem demnächst zusammenbricht und deswegen sollten wir alle in Krypto investieren. Ah, okay. Ah, hat er wahrscheinlich, deshalb. Ich hab da so einen Kryptocoin für euch, Männer. Kann man da nur Bar zahlen zufällig? Ja. Digga, es gab einen Friseur auf dem Weg nach Hause bei mir, der war so unten drin, mitten in der Altstadt in Spandau. Und oben drüber hatte der wohl so ein Zweitgeschoss und da war so ein LED-Kiosk-Schild nach außen mit Bitcoins hier kaufen. Ja, das ist crazy. Hab einen Eisenhelm. Bro, jemand hat das Geodreieck drauf. Oder ist das scheiße, Digga? Ja, wie viel Grad sind's denn jetzt? Oh, der ist gut. Der ist gut, yo. Oh, yo. 110. Yo. Und andere Seite? Digga, wirklich. Was findest du witzig, da? Digga, ist Stimmung? Das scheiße. Stimmungsbarometer? Ich hab Aui ja ein bisschen. Ganz kurz, ich dachte, no joke, es gibt keine Silberfische in echt. Ich dachte, es wäre nur in Minecraft. Hä? Die sind doch, jeder hatte doch schon mal in seiner Badewanne oder so oder in seiner Dusche einen Silberfisch. Noch nie. Die sind doch voll verbreitet. Ich hatte noch nie einen Silberfisch in echt, nur in Minecraft immer. Ich finde, Silberfische fangen übertrieben nur in ab. Minecraft oder in echt? In Minecraft fucken die mehr ab, aber in echt fucken die auch ab. Ich hab die noch nie in echt gesehen. Das ist aber ziemlich normal. Das ist, ich weiß nicht, wovon das abhängt. Digga, die können Spermien von Kellerasseln. Die können einfach... Ja, ist das so? Was meinst du? Was? Hä? Du bist verarscht, Alter. Warum, was für Spermien von Kellerasseln? Was laberst du?
Das klingt so, als wären das so die Kaulquappen davon. Hä? Ja, ist das so? Nein, ich hab gesagt, Silberfische sehen aus wie Spermien vom Keller. Ach, sehen aus. Ich hab schon Sinn. Okay. Ja, ist das so? Ist das so? Ey, no joke. Ja, ja, jemand schreibt gerade, sieht aus, als hätten wir einen Schwobler da. Es könnte auch gerade so ein Leroy-Video sein, ne? So ein Schwobler trifft linksgrün versifften. Yo. Warum ich dann? Warum riecht dein Haare färben so nach Kuh? Oder nach Pferd? Digga, ich finde, Loki, das riecht geil. Das riecht so ein bisschen nach Chlor, aber so umgedreht. Checkst du? Nach Pferdarsch. Mann, halt dein Maul, Bro. Das sieht lieber gut. Ja, meine ich doch. Ja, ja, doch. Ich glaube, ja, Bro. Ich glaube, ja. Okay, okay. Öffne mal die Bundeslade, wa? Warte, 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 noch nicht. Ihr habt 13 Sekunden. Ja, komm. Ja? Du fasst hier an, du fasst hier an. Okay, ja. Digga, warte, 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 warte. Max, halt erstmal rüber kurz. Du musst das fühlen. Mir mach es hier. Guck mal, wie warm das ist. Oh, das ist wirklich hast du Fieber? Krass. Holy shit. Das ist wirklich crazy. 3, warm. 2, 1. What the hell? Boah, aber also ich glaube, man sieht es wegen der Belichtung nicht so ja, gut on stream. Ist brennt halt übel aus. Aber oh ja, ja, so sieht man es. Ja, so, Digga, er ist so sieht man es ein bisschen besser. Oder er schmiert sich seine also, oh mein Gott, irgendwas ist umgekippt. Ach du Scheiße, Kevin, ey. Nein. Mal so passiert das oh, immer. Boah, das ist jetzt das mega. Ist ja das ist ja ultra stressig jetzt. Mein ich ja gar Gott, ich will lappen, du Opfer. Ey. Alter, das entweder ist bist du am Fressen oder schmeißt Getränke. Oh, shut the fuck up. Wirklich, wenn, ich, bitch, wenn mir das schon auffällt. Oder du brauchst ja auch so unbedingt Tücher. Digga, Chat, Real Rap? Wir sind die Bond and Blonde Brothers, Mann. Die absoluten Hurensohn-Twins. Digga, hab ich gesagt, ehrlich, das sieht fresh aus bei dir. Das wird richtig fresh gleich aussehen. Bro, Mann, das wird so eine Psychose, wenn ihr zusammenzieht, ihr Bastarde. Na Digga, und? Halt, wenn wir zu drin rumlaufen, Digga, das wird eine Psychose. Guck mal, wie wir aussehen. Wir sehen alle gleich aus. Alle gleiche Haarfarbe. Ehrlich, Trick und Track. Ach, deswegen hat das vorhin niemand gelingt, jetzt check ich es erst. Okay, Real Talk, ich glaube, es wird gut aussehen, wenn wir es gut gefärbt haben. Ich glaube, wir haben es aber nicht gut gefärbt. Doch, ich glaube schon. Doch, 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 doch. Er wird so scheiße aussehen. Stinkefinger, den hier. Das Creme ist alle gemeinsam. Eine 10 von Kevin, wo bist du? Felix Kevin. Ja. Kevin. Ja, hier. Nee, Kevin, sieht aus, dicker. Ist zu spät. Hier, ihr verfickten Hurensöhne. Hier, dicker. Lass mal kurz, lass kurz Bild machen für Twitter. Geil, top. Geil, viel Spaß mit den 1000 Likes. Ja, ich werde Crackspot schon hochgeladen, German von Media auch und Nico wahrscheinlich auch. Wer ist das, Nico? Nico schneidet unseren Podcast und macht Powerplatte Clips. Danke für die. Und der ist auch einer. Phoenix Nico einfach. Aber hast du den, der kriegt nicht so viele Likes immer. So, wir switchen auf Handy. So. Gut, gehen wir rüber, oder? Warte mal, ich switch einmal. Oder ich brauche unbedingt einen Schuhschrank, der ist das. Oh, super geil. Echt cool. Ich bin sehr gespannt. Und das hier? Ja. Mach mal da unten, knie dich mal hin. Aber ich habe ja keine. Meine Hose. Soll ich das auswaschen? Meine Hose wird ja nass. Haben wir irgendwas zum Raufkriegen, dass meine Hose nicht nass wird? Du kannst die ausziehen. Aber ich hätte nur eine Unterhose an, das TOS. Na und? Digga, wie viel Schuhe? Nee, nee. Der Mann ist Multimillionär und hat nicht mal Setup auf dem Pott. Wie? Nee, haben wir wirklich was zum Raufkriegen? Nee, Bro, knie dich einfach so nach vorne hin, dann passiert nichts. Wenn Philo das gut macht, dann soll oh, das sein. Boah, so eine Fick. Das ist eine bodentiefe Dusche. Das ist eine bodentiefe Dusche. Ich werde hundertprozentig nass. Geiler Shit, Kevin. Ich habe alles ist nass von mir. Boah, so eine Fick. Jedenfalls gebe ich dir aber eine Hose von mir. Na, wieder? Ja. Nimmst du die gleiche wieder mit. Oder so dumm. Er ist gekommen, um eine Hose mitzubringen und wurde gefickt und geht mit derselben Hose wieder zurück. Kevin Teller. Okay, können wir loslegen? Ja, let's go. Über Socken aus, oder? Oh ja, bitte. Socken aus. Hose hoch. Was macht ihr denn, Alter? Ey, du siehst Loki ein bisschen aus wie Sascha. Ich würde umdrehen, Bro. Ich würde das nicht so machen. Warum? Oh, okay. Nein, warte, rück mir denn das? Nein, Bro, das fließt Digga, was? Ey, seid ihr lebensfähig? Ja, den Schild. Das ist ja insane, wie ihr das macht. Nein, mach wirklich so, wie es so vergangen. Nein, das war voll dumm. Okay. Das war überdumm, ja. So, Socken aus und mal Liegestütz. Socken aus, okay. Meine Fresse, Alter. Ist das scheiße. Junge, und wir wollten eine WG machen, ne? Das muss ich mal überlegen. Oder die beiden ziehen einfach zusammen, Bro. Das ist crazy. Was genau bringt das jetzt? Was genau bringt das jetzt? Oh mein Gott, okay. Okay, wow. Alter, what the fuck? Yo, Bro, das, ich find's nicht so bad, um ehrlich zu sein. Silber-Shampoo Kevin gleich. Das muss ich noch holen kurz gleich. Alter! Hier ist gar nichts gefärbt, Bro. Ja, ja, wir müssen. Aber ist gar nicht so schlimm, finde ich. Wir müssen auf jeden Fall nochmal neu färben, ja. Also, dann, wir haben auch eine Tönung, ne? Wir können es ein bisschen weniger wie Geld geil, machen. Wie geil er ja auch vorher frisiert wurde, ne? Ja. Boah, ich Junge, ich hätte ihn dann richtig so einen braunen Fleck, Alter. Er hat so einen Kackfleck einfach, ey. Das sieht so ungesund aus. Als ob er da irgendwie, weiß ich nicht, eine Krankheit hat, ey. Sieht super aus, Marcel. Glücklich, hallo? Kann ich dir mal kaufen? Papa Platte, wie findest du das?
Mein Junge, sag das doch nicht so. Okay, Kevin, wie findest du das? Neuer Papa-Platz ist Kind freigeschaltet. Also Real Talk, Bro, ich glaube, wir müssen nochmal nachfärben, aber ich glaube, das könnte ganz cool kommen am Ende. Ich habe auch noch nicht offen, mein Rack, ich habe noch nichts gesehen. Ja. Felix, soll ich dir erst Silbershampoo holen? Wir müssen es nochmal machen, ne? Ja, okay. Also wasch es auch nicht aus, weil dann können wir direkt neu färben. Oh ja, also. Wie habt ihr eigentlich hier so? Auf der Cam sieht es wirklich aus. Also, wir haben hinten wirklich Arsch gefärbt irgendwie, Bro. Hinten ist es legit. Wer seht ihr diesen braunen Fleck da hinten? Oder ist einfach so, da hinten sind die. Da hat man es gerade gesehen. Bro, da hinten ist gar nichts. Okay, ich glaube, das passt erstmal. Ja. Okay, hier ist. Warte. Komm noch nicht hoch. Hier ist Hand, Bruder. Fühl mich wie ein nasser Hund. Bist du? Digga, Felix macht das. Das sieht auch ein bisschen aus wie diese. Kennt ihr dieses Girl with the Dogs oder so? Die macht immer so. Frisiert immer so Hunde. Ist das mein kleiner Doggy? So, jetzt mal Reaction. Oh mein Gott, du siehst so viel jünger aus, Bro. 100%. Digga, was? Ich sehe voll asozial aus. Ich bin der asoziale Papa Platte, Digga, das kann ich sagen. Ja, mein Papa, das wird halt hier noch weniger gelb, so, ne? Also Deutschlandflagge, ey. Bro, nur noch rot. Realtime. Der hier ist crazy. Nur noch rot. Der ist crazy. Der ist verrückt, ja. Der sieht jetzt auch nicht. Das ist respektlos, was habt ihr da hinten gemacht? Ich hab da so ein Viereck hinten. Ey, aber wenn sonst, hier oben auch, hier oben auch. Ja, lass nochmal neu. Wir haben noch, also guck mal, das ist jetzt gerade so gelblich, ne? Ja. Hattet ihr noch wir haben so, gesagt, ich habe so ja. Tönung, dann ist es mehr so. Aber das wäre geiler. Also. Ja, haben wir, das machen wir. Ja. Okay. Es geht nur darum, dass es gleichmäßig erstmal ist. Gib mir echt Deutschland, weil ja. Ich glaube, es ist. Wir müssen es auf jeden Fall nochmal blondieren und dann färben wir es. Naja, wir blondieren es und dann machen wir die Tönung drauf. Ja, ja. Boah, ey. Okay, dann mach es mal richtig trocken. Ich hole dir auch kurz einen Föhn. Hast du auch kannst Conditioner und Shit? Oder kannst du kurz halten, Hello? Ja, klar. Easy. Nee, noch nicht waschen, Bro. Nee, jetzt noch nicht. So, jetzt achten wir mal ein bisschen auf die Kameraführung. Boah, ich glaube, es kann gut kommen. Also das. Guck mal, die beiden in der WG. Sieht aus wie ein Schulmobber. Wie was? Schulmobber. Twitch Deutschland, nächste WG. Wir beide, guck mal, wie gut wir zusammen aussehen. Ach du Scheiße. Die zwei wirklich, die zwei größten. Mann, ist da ein bisschen irgendwie noch rot? Weil, guck mal, wenn da hinten noch irgendwie so rot reinkäme. Nee, der rote Papa-Platte war nicht so cool. Und der rote Papa-Platte war super scheiße. Ich will den hellen haben. Ich will den gut gemacht haben. Digga, die drei einfach. Tick, Trick und Track, Alter. Und halt auf! Also, der Bruder geht jetzt nochmal hin, füllt sich die Haare, macht sie komplett trocken. Dann werden Felix und ich nochmal neu ranmischen. Und dann färben wir die restlichen Sachen nochmal nach. Ich glaube, Realtop, also, ne, ihr dürft mich nicht unterschätzen, das sieht jetzt halt so gelblich aus. Aber da kommt noch eine Tönung drauf, dann wird das mehr so grau. Und hier, guck mal, was ist das denn hier? Du musst ja auch nicht stylen oder so, mach die einfach ja, nur, dass ja, sie trocken sind. Ja, genau. Ja, wirklich. Könnt ihr mal alle aus Teppich machen? Sieht so scheiße aus. Ist das kacke, Alter. Ey, aber sieht nice aus, finde ich. Also, ich meine, der schwarze Fleck, obviously, aber ich finde, so an sich, ey, wenn man mal überlegt, wie wir reingestartet sind, ne? Ja, reingestartet sind wir insane gut. Ja, ja. Dann haben Phil und Kevin kurz mal richtig, einfach mal, getrollt. Also erstmal hands down. Die haben aus eigenem Vergnügen, ja. Aus Content, dich misshandelt. Ja, deine Haare. Du warst der Einzige, der... So, und danke. Und ich habe dann wirklich nochmal... Ja. Und ich war dann ja der Arschgefickte, weil ich habe dann gesagt, okay, lass mich mal. Ja. Und da habe ich ja eigentlich nicht... Ich kann ja kaum gewinnen ab dem Punkt. Das weil dann kann man ja einfach sagen, okay, Henno hat rein... Dann, ne, Endresultat ist scheiße, Henno. Ist auch noch scheiße. Aber ich verstehe nicht, warum fühle ich meine Haare so strohig jetzt an? Und jetzt machst du dann dein Silbershampoo, dann sind die noch krasser gefickt. Und dann machst du Conditioner und dann ist alles gut. Findest du, das sieht aus wie Sascha ein bisschen? Unsympathisch? Ja. Im Gesicht? Ja, so generell jetzt. Mein Ding, so im Gesamtkonzept. Ich bin viel zu fett, um Sascha so auszusehen wie Sascha, oder? Es geht doch jetzt ums Gesicht und um die Haare, Mann. Nicht um deinen Body. Aber Sascha hat doch gar keine Haare. Sascha hat doch so kurz, richtig kurze Glatze. Willst du hier langsam mal wieder die Socken anziehen? Hier die Mauken, weiß ich nicht. Mauki. Aber was macht? Ja, gut. Ich finde, in Anbetracht der Tatsache, wie das jetzt heute lief, kannst du zufrieden sein. Guck mal, man muss ja ab einem gewissen Punkt, hast du ja auch gemerkt, du musst schauen, dass das Beste daraus gemacht wird. Ja. Du hast zwischendurch surrendered. Du hast gesagt, komm, ich war raus kurz, ich bin geleftet. Ich habe gedoscht. Als die das Geodreieck angesetzt haben, um deine Haare komplett wegzukanten, da hast du aufgegeben. Ja. Und ich finde, dafür, dass du mental komplett am Boden warst, kannst du mit dem Ergebnis zufrieden sein. Ich weiß nicht, was die Jungs jetzt noch planen, die wollen uns noch ein bisschen feintunen. Ich meine, der schwarze Fleck ist halt wirklich und das ist auch bodenlos hier alles an den, das hier unten. Aber das finde ich geht klar, wenn so
Weil das ist so, als hätte man nur so die Spitzen gefärbt oder getönt. Ja. Ich muss es auch immer nachfärben. Ich meine, hier hast du es auch so ein bisschen. Nee, weil früher oder später wird es überall so sein. Und dann kommt es, glaube ich, ganz cool. Ja, ganz cool. Kannst du mal Arsch zeigen oder so? Naja. Okay. So, da sind wir wieder. Ja, wir mischen gerade schon alles zusammen. Ich switch mal kurz wieder das Setup. Ja. Guck mal, aber der Übergang ist nicht so geil wie... Sag mal, mach's doch nochmal. Ey, nicht, mehr hast du dieses Zeug da dran? Bro, was zum Fick geht jetzt an? Für eine Note für Schiffe. Okay, wir nehmen jetzt 6%iges, das ist ein bisschen stärker, aber nicht viel. Gib mir mal einen Korn, ich will 60%. Bro, das ist nicht das Typ Scheißprozent. Also. Ich glaube, wenn wir das jetzt nochmal wirklich ordentlich machen, dann könnte das gut werden. Ja. Welches ist deine Favorite Bull Sorte? Ich werde die Papa-Platte Allegations halt nie wieder bieten können. Scheiß drauf. Da bin ich jetzt gefangen. Ich finde, du bist viel lustiger als ich. Wirklich? Schon, ja. Wirklich? Bist du hart, Alter? Ich hab deinen Schwanz, glaube ich, angefasst gerade. Es tut mir leid. Nicht schlimm. So, alright. Ist das okay für dich, wenn ich meine Füße, wenn man die Nackt hier sieht bei dem Stream? Nee. Okay, jetzt, wann kommt der Mittelscheitel? Doch, nicht. Ich hab ja Mittelscheitel. Gerade hier. Philo und Norax sehen komplett gleich aus. Nah. Oh, der arme Philo. Sei doch nicht zu dem. Was wurde aus Wir machen Norax die Seiten frisch? I don't know. Das da. Deswegen, wie gesagt, der Mann ist nur hier, um eine Hose vorbeizubringen. Der Plan war wirklich eigentlich, dass die Jungs... Also, Felix hat mir vorhin geschrieben, hey Bro, wir sind gerade mit Henno und Norax was essen. Wir würden einfach nachher mit kurz kommen und wir kommen einfach kurz hoch und bauen 15 Minuten ein bisschen Scheiße. Und das hier ist daraus geworden. Wir sind seit 4 Stunden oder so dabei, dem Mann einfach die Haare zu ruinen. Mich zu ficken. Sag zu ficken einfach. Das ja. Heißt, wenn ich eines immer geliebt habe, dann viele und Herren, die beim Minecraft-Spielen versucht haben, kein englisches Wort zu sprechen. Digga, das war geil. Digga, das war krass. Genau jetzt im Real Life tun, Leute. Ich wette, ihr haltet keine... Bro, das ist so schwer. Generell, wir haben früher so eine Reihe gemacht. Für mich das kommt Video endet, wenn. Ja. Und ja, die eine, es war immer in Minecraft und... Die eine Folge war, wenn man ein englisches Wort sagt. Ich hab's gesehen, wie lange ging das? Die erste Folge ging 13 Minuten oder so. Ja. Die erste Folge ging 2 Minuten. Ja. Ja, das war krass. Die zweite war ein bisschen länger. Wollen wir mal probieren, einfach kein englisches Wort sagen? Alle? Boah, das ist übelst schwer. Ja, aber was passiert, wenn es einer sagt? Glatze. Dann Glatze bei der Person? Ja. Das abgeht. Gut, machen wir so. Sehr gut. Na klasse, Leute. Toll. Okay, was ein wundervoller. Hey Leute, habt ihr euch schon gewichst? Warte mal, das war's doch schon. Was hat er gesagt? Die beiden. Okay. Nein, das haben wir, machen wir bei uns auch gelten lassen. Ja, aber wir haben es vorher besprochen. Okay ist nicht deutsch, Digga. Was? Ja, Glatze, kommt jetzt nicht hin. Glatze, ja, gut, okay. Also ich würde sagen, es steht so im Duden. Das Wort, oder? Das O-Wort. Das O-Wort. Würde ich auch sagen. Und dann ist es deutsch, automatisch. Ja. Das O-Wort. Schlau. Nein, nein, ich glaube, es kommt noch ein biggerer Fumble hier. Oh. Oh, nein. Clip in den Schippel. Was heißt Fumble jetzt? Hallo? Verstehe ich nicht. Bro, seitdem ich 50k Viewer oder so hitte manchmal, schreibt mir Miskiff auf einmal so, yo, Papa Platte ist popping off. Also er hat so in seinem Offline-Chat geschrieben, yo, Papa Platte ist popping off, I'm going to Germany to leech oder so. Ich finde Miskiff neben meiner Mutter den Screen sehr cool. Ja, das ist wild. Wen hättest du lieber hier, meine Mutter oder Miskiff? Wen was? Wen hättest du lieber hier, meine Mom oder Miskiff? Deine Mom. Okay, aber nur wegen, weil die auch... Das Witzige ist, Miskiff versteht das gerade nicht. Wir können richtig scheiße über den labern, der checkt ja nicht. Ja, klar. Yo, fuck you, Miskiff. Ciao, who typed me out? Oh, it was me, bro. Ey, wollen wir nochmal alle Folie raufscannern hier? Ich glaube, müssen wir nicht. Bro, wer ist er? Digga. Hä, warum zieht ihr mich mit rein? Was soll die Scheiße? Guck, wie kacke ich aussehen würde, Alter. Ich wollte mit dem Bart aussehen. Ich finde, das geht hart. Ey, Miskiff wird nach Deutschland kommen, Chat, und machen wir irgendwelche Streams zusammen. Ah, wenn ihr nicht kennt, juckt, ihr habt nichts verpasst. Das ist einfach, also Miskiff ist ein Guy, der ist ein American Streamer und der ist einfach groß geworden, weil er bei allen Streamern geleached hat. Und jetzt ist quasi... Ich bin deutsche Miskiff? Quasi. Und jetzt ist Amerika quasi tot geleached und jetzt geht er nach Deutschland. Geht er in andere Länder. Genau, er geht nach andere Länder. Ja. Er war Camera Guy, ne, mal? Für irgendwen? Ich glaube, er war Camera Guy von Soda Poppin oder so. Ja. Oder von Asman? I don't know. Oh, Ice Poseidon, Bro, Ice Poseidon war's. Pium, 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 pium. Sorry. Alles gut. Kannst du beatboxen? Ein bisschen. Okay, nochmal. Bums, katz, bums, katz. Gut, ne? Nee, ist hart, ist hart. Komm, böse. Du willst dich Castcraft dafür spontan Beatbox anrufen? Hart. Was hat er geschrieben? Are you going to do something or just sit here? Oh, we're just sitting, man. This is literally the content, bro. Your fucking stream yesterday was just sitting as well, bro. What the fuck? What are you talking, man? Fuck you, bro. Kevin im Rad ist crazy, Bruder. Bruder, Rito, er saß nur rum. Er hat irgendwie einen neuen Intern gesucht oder so. Er saß nur rum, hat sich von so zwei Mädels... He's currently shit-talking you hard, pretty hard. Er hat sich so nur von you so zwei, don't say hi? Er hat sich nur so von hi. So... Er hat sich nur von so zwei Mädels Essen bringen lassen, Bro. Und hat dann sich abgefuckt, dass Emily, glaube ich, das Spielzeug mitgenommen hat. Das ist keine Scheiße, Mann. Oh, oh, oh.
Ja, ich bin auch noch zu Gast. Also ich bin eigentlich bei ihm. Ich bin eigentlich bei ihm. Chat muss kurz komplett so tun, als hätten wir gerade irgendwie mad irgendwas über Miskiff gesagt, ja, was ihn richtig bumst. Ja. Sag also, so, Miskiff, wow, you fucking didn't. Ja. Yeah. Also, ja, das hast du ja gesagt. Ja, ist nicht schlimm. Lass es einfach weiter nicht anmerken. Ja, ich sag einfach irgendwas mit Miskiff oft, weil ja, dann denkt ihr, ich hab wirklich was gesagt. Ja. Und Miskiff hat halt das gemacht. No! Und jetzt müsst ihr so schreiben, D, Doppelpunkt oder so. Und Miskiff. Holy shit. Wirklich. Holy shit. Macht individuelle Nachrichten sozusagen. Ja. Genau, also holy dürft nicht Copy-Paste machen, aber halt so Miskiff auf jeden Fall taggen. So. Ja. Du redest gerade komplett alles auf Englisch, ne? Er versteht gerade alles. Nein. You have more viewers than me, so whatever you said is true. Okay. Brian hat mir so geschrieben, hey, I have an MMA fight today. React to it or host like a real friend. Hab wieder noch gemacht. Ich hab einfach ganz normal gestreamt an dem Tag. Boah, aber ich hab da mal reingedippt und ich fand's for real nicht so geil. Wirklich? Ja, ich fand das einfach, ich fand das so richtig weird gefilmt und es hat mich nicht abgeholt, weil irgendwelche Randoms sich da halt richtig geprügelt sag's haben. Sag's in Englisch. Ja, und dann, keine Ahnung, dann reacten auch die ganze Ami-Szene drauf und tun so, als wäre das Event. Und vielleicht habe ich es so einfach nur nicht gecheckt, aber ich fand's richtig boring. Ich fand's richtig boring. Aber es ist nicht das Event. Hä? Aber es ist nicht das Event. Also, keine Ahnung, es war, also vielleicht, naja, I don't know. Es war, ich fand's nicht geil. Aber ich muss ja auch nicht alles geil finden. Fell of Miskiff only 5. Oh. Ey, wollen wir auswaschen? Ja, wir waschen aus. Ich switch auf Dings. Handy. Wo ist mein Handy? Ja, da drüben. So. Wir waschen jetzt die Haare aus und dann wird die Scheiße noch getönt. Boah, ich sehe da immer noch schwarze Stellen durch, ne? Oh Mann. Es kann schon sein, dass immer noch nicht alles erwischt ist. Ja, hier, ne? Ja, man muss aber leben. Meine Sockies! Okay, machst du das wieder, Bro? Jo. Ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt aussieht. Egal, ich muss das filmen, damit man Tick, Trick und Track schön sieht, Alter. Ich glaube, Real ist einfach so ein Fieber drauf. Guckt euch das an, Mann. Ey, Kevin, kannst du... Kevin! Du musst bitte deine Socken auch noch ausziehen. Warum ist der eine Papa-Platte so dick? Ist das kacke, Alter. Sieht ein bisschen pervers aus, gar nicht schlimm. Oh ja, so ist echt gut. Kann ich mich so einhaken? Wenn ich nach rechts gehe, kommt Wasser hier raus. Nein, bitte nicht oben. Mach mal. Nein, Digga, bitte. Ich links ist die Brause. Ja, das schau jetzt nicht. Einfach ein Aquarium bei Kevin zu Hause mit zwei Tieren. Ey, haben wir das Handtuch noch? Ja. Ready? Jo, ready. Ich bin... Oh, ich glaube, es wird noch gemusst, Bruder. Oh nein. Ja, fuck it. Nein, Digga. Nee, ist aber deutlich besser schon. Ja, ja. Oh, nee, doch nicht. Nee. Scheiße, doch nicht. Scheiße, nee. Bruder. Ja, muss morgen mal... Ja, viel Spaß bei der Gamescom-Laden, Digga. Ja, sind ein paar tausend Leute. Sollen wir es nochmal... Wir können nicht dreimal Dings... Dann werden die Gefährten alle richtig gepickt. Ja. Schön, ja, danke, Bruder. Oder, Hello, was genau machst du da? Fanservice. Okay, gut. Fanservice. Ich weiß nicht, Mann. Ja, wasch erst mal kurz aus, oder? Was zur Hölle hast du da gemacht? Hä? Ich film hier, Mann. Ich kann auch gehen. Also da hinten ist die Kiste. Digga, was ist da? Das war gerade richtig. Das war gerade... Oh mein Gott. Na, alles gut. Hä? Ihr habt genau die gleiche Pose gemacht. Ihr seht genau gleich aus. Das war gerade Matrix, ey. Und er da so versetzt, als ob er so im Boden gebackt ist und die Pose auch macht. Das war so crazy gerade für so eine Sekunde, Alter. Also hier ist halt immer noch schwarz. Ja, ne? Ja. Aber hol mal das Silbershampoo. Papa Platte Fanclub Collector. Wir können das nicht nochmal nachfüllen. Nee, wir machen jetzt Füllung an. Hä? Wir tönen die jetzt noch. Warum? Dann sind die so ein bisschen grauer. Ach so, okay. Ja, okay, können wir auch machen. So, aber warum kriegen wir das nicht einfach schön? Warum geht das nicht immer da? Also, ja, weil die das machen, nicht ich. Wir müssen nochmal, wenn wir wirklich nochmal ganz gezielt nur die Stellen machen können, müssen wir noch ein drittes Mal machen. Ja. Aber dann müssen wir echt aufpassen. Komm mal raus und trockne mal deine Haare, Bruder. Komm mal raus und wasch dich. Ey, das ist ein Experiment hier, Bro. Oh, du hast vorne noch. Du hast vorne noch. Vorne hast du noch. Genau, Scheiße drin. Es ist so beschissen. Ihr seht das ja gar nicht. Was meinst du? Achso, und geil. Es ist so, alle barfuß, alle diese Jeans. Ja, ihr wolltet ja, dass ich das so anziehe. Es ist einfach. Max, sieht man das von hier, wie man das auswäscht? Was sieht man? Ja, hier. Mann, das ist so. Bruder, das ist so, guck mal unten die Hand, das ist so Twister-mäßig. Das ist so. Rechte Hand auf Rot, Digga. Ach, Scheiß auf Rot. Das linke Hand, grün. Das ist scheiße. Es ist raus. Es ist wie so, wenn man den eigenen Stream nochmal aufmacht und das so ineinander loopt. So seid ihr drei gestaffelt.
Das ist so crazy. Ich wollte es noch ein drittes Mal machen. Nee, ich habe gar keinen Bock mehr. Bei dir, guck mal, check mal bei dir. Ich habe gar keinen Bock. Check mal bei dir. Die Ansätze sind ja, die wachsen ja eh raus. Ja, checkst du? Ja, meine Haare sind richtig scheiße blondiert, by the way. Also meine sind schlechter blondiert als diese. Ja, die das sieht ziemlich fresh aus. Aber wir müssen, die haben halt noch eine Tönung drauf. Die können wir die halt auch noch drauf ziehen. Ja, die brauche ich. Dann hast du so wie Felix und ich noch ein bisschen Haare drin. Ich habe keine Tönung. Ich habe legit nur Silbershampoo dafür nachbenutzt. Okay, crazy. Können wir aber probieren halt. Ja, Tönung. Lass Tönung machen. Hast du noch Bock? Hast du noch Bock? Ist geil? Ey, Real Talk, ich find's eigentlich wirklich gut, nur hier. Hier ist Arsch, aber das wächst eh raus. Bro, wir tönen das jetzt. Ja. Mach mal so ein bisschen noch trocken, aber es muss trotzdem ein bisschen nass bleiben. Und dann machen wir Tönung. Könnt ihr mal in einer Reihe stehen? Nein, Mann. Ja, also? Das ist einfach, ihr seid so beschiss. 07. Jetzt mal alle die Zehen so anheben, ein bisschen wackeln. Schön, spreizen, spreizen nach rechts und links, jetzt spreizen alle. Das ist so hart hin und her. Aufspreizen. Schön, schön. Oder das ist so Venus-Schütteln. Aber ihr macht halt auch alle. Was zur Hölle passiert hier? Das ist so ein bisschen Venus-mäßig. Ich weiß nicht. Ist einfach. Viel Spaß. Hier, bitte schön, was? Was macht ihr gerade, bitte? Junge, immer wenn ich in dieser Kackwohnung bin, ist das so ein Fiebertraum. Ja, naja. Okay, wir müssen jetzt, Chat, wir müssen jetzt. Ey, Felix, wo ist denn dieses Mischzeug? Ja, 1-2, warte, hier steht's. Henno gibt wirklich Papa-Vibes. Junge, jeder normale Mensch, der hier stehen würde, neben diesen drei Atzen, würde wie ein Vater wirken. Ah, ey, Real Talk, ich glaube, wir kriegen das hin. Okay. Ich glaube, no joke, es wird am Ende okay aussehen. Digga, ich schwör dir, wären wir so zu dieser Wohnungsbesichtigung abgepult, hätten wir gar nichts bekommen. Die hätte uns rausgeschmissen. Hoch. Ja, das stimmt. Wenn ihr beide blond. Ja. Und dann stell dir vor, ihr hättet auch beide die gleichen Klamotten an, Bro. Over. Digga, die hätten safe gedacht, wir verarschen die einfach straight up. Oh, ich genieße das ein bisschen zu sehr. Der Einzige, der heute einen Glow abbekommen hat, dank euch. True. Er ist auch einen Weg, einen Glow abzubekommen. Ja, einfach alle anderen einen Glow down bekommen. Aber Felix ist doch, aber wir haben doch heute nichts an Felix gemacht, außer die Augenbraue. Ja. Also, hat gereicht. Also, das Glow down. Boah, DJ Heiko wäre jetzt krass. Ah, nee, auf sein eigenes. Ey, nein, ich will meinen Account für meine Playlist. Kennst du DJ Heiko schon, Kevin? Nee, also Castcrafter. Ja, Felix und ich haben letztens einfach Heiko Hörparty reingegangen und haben dann Fullcam angemacht im Discord und haben einfach eine Stunde lang getanzt. Ja, und Heiko hat richtig technisch. Ah, doch, das habe ich gesehen. Ja, das habe ich einen Clip gesehen. Was hat Heiko aufgelegt alles? Was war das nochmal? Bro, das war einfach nur, ich glaube, das war einfach Unreal Techno. Ja. Das war einfach alles Unreal Shit. Das war so Bootshaus-Shit. Rufen wir Heiko an? Ja, wir rufen jetzt Heiko an. Ich möchte eine Meinung von Heiko. Digga, haben. Digga, Rap so Unreal Techno übergeil an. Digga, Bar, Alter. Ey, guck mal, was ihr da macht. Ey, Heiko geht nicht ran. Heiko denkt mir, er wäre was Besseres. Heiko, wenn du jetzt nicht rangehst, liege ich deine Nummer. Okay. Plus 4, 9, 1. Ja, 5. Weißt du den Namen? 1. 5. 1. 2. Okay, Bro, wir sind chill. Acht. Was haben wir jetzt? Lilly, Palmer? Bro, was los, Digga? Techno ist unser Leben. Arbeiten können wir noch in 10 Jahren, wa? Kannst du Lichtfarbe ändern? Los, Digga! Hä? Schön Werker, ein bisschen Baller. Was los, Alter? Das ist ein Hilferuf und niemand kriegt mit. Pisst mir nochmal ins Maul auf dem Klo? Schlecht! Holt mich heraus! Der Hilferuf geht ins Leere! Schade! Ey, warte mal ganz kurz. Heiko, kannst du mich auf der Straße? Kannst du, Alter, wir sind hier mit dem Schuppen. Heiko! Heiko, geht um. Deine Nummer wurde geleakt. Oh, du kriegst ein paar Anrufe. Hallo, Heiko, Digga. DJ Heiko, komm mal, PLC, du musst auflegen. Komm, leg auf. Keine Pappe geschmissen, aber Redstone, oder? Ich hab keine Pappe geschmissen. Digga, hast du heute schon den Redstone-PC gebaut? Wurde heute schon eine Redstone-GPU gecraftet? Heiko, wir brauchen auf Ernst einen richtig guten Track jetzt. Unicorn? Was ist Unicorn? Ah, Klassiker, kenn ich. Unicorn? Digga, was ist das? Klassiker, kenn ich. Leise. Unicorn, ja? Unicorn? Original Mix? Alter, das ist ultra cool. Unicorn Original Mix! Der richtig? Let's fucking go! Klassiker. Dreh auf. Dreh mal den gelben Knopf von oben hoch. Ist das der richtige? Ja, richtig. Okay, bis dann. Hallo, und jetzt alle! Digga, was ist los hier, Alter? Alle wollten hier gehen gerade. Das ist die heißeste Fete des Jahres. Had an apple. Eat this apple, she said. Eat this apple and you will get rid of all the problems you will have. He waited for the apple to take effect. But then he felt there was something terribly wrong. He tried not to fall, but the pain was unimaginable. He fell off. Must
Marcel hat einfach eine Tönung drin. Marcel hat eine Tönung drin. Was eine Scheiße. Oberteile! Bro, er ist zu tief drin. Bro, was denken sich die Nachbarn gerade, wenn die jetzt hier reingucken? Ich hab langsam Hunger. Ich hab mal mit rein, die Peter, Alter. Bro, das ist Berlin, wa? Den Song geht noch, Alter. Jeder geht noch, sagst du? Ich sag dir, Leute, pass mal auf. Ich fühl mich super turbo, Alter. Okay, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder wir lassen es einfach an und holen so das Essen, oder wir machen es kurz aus und holen kurz das Essen, damit er nicht denkt, wir haben alle einen Schaden. Voll Lautstärke. Alright. So, alright, wir waschen die Haare aus, Chat. Final Step, final Step. Felix, kannst du auswaschen? So, Marcel, mein Schatzi. Wir machen das zu zweit. Wir kriegen das hin, Schatzi. Okay, machen wir das. Komm. Ich, genau. Du machst jetzt mal bitte, legst dich einmal auf den Rücken runter. Aber auf den Rücken. Achso. Ja, dann machst du so Hohlkreuzbrücke. Arme über den Kopf nach hinten. Mhm. Ja. Jetzt quasi, dann mach die Arme so. Ja. Genau. Das ist nicht schlimm. Ja, ist nicht schlimm. Dann mach so und drück dich hoch. Genau. Ja. Drück dich hoch. Ja. Mit beiden Händen. Geht nicht, meine Arme gehen nicht nach hinten. Okay, bleib so, ich muss kurz in die Tür. Okay. Noriax ist geparkt, der wartet darauf, dass wir jetzt ihm die Haare abwaschen. Was machst du da? So. Das könnte die falsche Dusche sein. Mach mal nach rechts geht's hoch. Und wir haben geübt, du schaffst es. Ja, perfekt. Zu zweit geht doch einwandfrei. Zu zweit geht doch einwandfrei. Das Waterboarding. Warum ist das so geil? Hä? Oh, Entschuldigung. So. Ja, so ist gut. Noch ein bisschen damit. Noch einen Schluck. Bitte nicht. Das sieht halt wirklich, glaube ich, der Cam so aus, als würden wir Norex dazu zwingen. Der macht das freiwillig. Liebes Twitch-Team. Mann, Digga! Mann, Bruder, was ist das für ein Scheiß? Mann, Digga! Wir haben so ein Make-A-Wish-Day und irgend so ein Kind kommt her, weil er ist so voll in Sorgen. Ist warm? Ja, so, links? Andere Richtung. Aber man nicht voll auf, nicht auf voll auf. Gedrückt, du musst reindrücken, Bro. Ja. Wir haben es gleich. Mann, ja, du wolltest ja die Hose vorbeibringen. Ist denn dein großer Tag? Die Hose jetzt. Ihr kennt die Tricky von Aschraf beißen soll. Hast du nächste Klamotten oder nimmst du wieder was von Kevin? Die muss noch dann müsstest du aber nochmal vorbeikommen. Mann, das ist so, als wären wir so drei Highschool-Mobber und wir würden Norex so mobben. Der ist der Anführer. So eine Scheiße. Ja. Super. Nee, sind wir aufgenommen in die Mobbergruppe. Boah, Bro, aber Real Talk, guck mal. Man sieht schon so ein bisschen, das ist so grau. Ich tue das gerne so. Digga, hier hin, dieser Fleck geht nicht weg. Der Fleck geht nicht weg. Was macht ihr denn? Das ist ein Knochen. Das ist PCIA-Training hier. Okay, also wir haben noch Silberschatz, Bro, aber wollen wir das wirklich noch benutzen? Ja, auf jeden Fall. Ja? Okay, ey, Lilo, du kannst gleich zuleihen, Bro. Ich brauche ein neues T-Shirt. Warum? Nee, passt noch für T-Shirt. Warum? Und halt im besten Fall. Er braucht ein neues T-Shirt. Warum? Bro, ist das gewinnt nass oder was? Aber du musst auch. Hab ich schon noch nicht mehr gemacht. Ey, Digga, der Arzt hat dich angerufen gerade. Oh, wir müssen dann die Tür aufmachen halt auch, ne? Okay, wie geht das? Mach einfach, komm. Biom, ich muss lauter mal wie so ein die waren nur wie viel? Guck mal hier. Ja, das reicht. Reicht das? Das reicht, ey. Ja, das. Und jetzt schön auf den schwarzen Fleck hin, und dann geht der weg. Was? Einfach einen schamponieren? Ja, bestimmt. Das macht den schwarzen Fleck nicht weg. Okay. Was macht das? Was macht der da? Ist das so richtig? Ja, das macht das so richtig? Ja. Töne weg. Genau, aber nicht zu lange drin lassen, sonst wird es lila, Bro. Mhm. Okay, wann raus? Schnell. Ja, ich würde sagen, jetzt schon. Okay, komm, Alter, nicht abduschen? Nein, Bro. Mhm. Kurz warten. Soll ich machen? Das Ding ist halt, bei mir haben wir es letztes Mal zu lange drin gelassen und dann war es halt real top lila. Wirklich? Sag nach der Töne. Ja, das wäscht dich halt dann irgendwann auch raus. Das hat nichts mit dem Fleck zu tun, Bro. Das macht okay, also, das macht einfach nur ein bisschen so. Das macht das so ein bisschen. Genau, das macht den Gelbstich raus. Ich denke, real top kannst du hier schon auswaschen, Bro. Okay, muss immer mal an. Also, selbst wenn wir es zu lange machen, das wäscht dich innerhalb von ein, zwei Tagen raus. Das ist richtig entspannt. Egal, Gerstverlader im Arsch. Ja, macht nichts. Kopf schön runter. Ja, das ist wichtig, Bruder. Und mach Augen zu, Digga. Ja,
Oder dieser eine, seht ihr diesen einen Punkt da, Chat? Der eine Punkt fuckt so ab da, ja. Bruder, den haben wir so gefickt, oh mein Gott. Ja, der fuckt ehrlich ab. Aber ich glaube, dass... Wenn wir nicht mehr drüber reden, dann wird es auch nicht... Ja. Ich glaube, die Haare da drüber fallen auch so, dass man den nicht so sieht. Ja, ich glaube, wenn Norax so morgen früh rausgeht auf die Straßen, alle so... So, ich glaube, Real Talk, wenn das ein bisschen rausgewachsen ist, dann fällt das auch nicht so aus. Farbe sieht okay aus, Dog. Ja, safe. Ich glaube, wenn das trocken ist... Okay, wurde das Pool noch hier? Ja. Dann... Ja, können wir, brauchst du das? Die Haare sind schon gut gefickt jetzt so. Hast du sonst zu Hause? Also wo fällst du? Bei dem? Bei Philipp? Ich hab Conditioner sonst. Ja, dann mach dir das dann. Dann mach zu Hause. Wo ist das Handtuch hin, Bro? Ja, nimm das hier. Bro, du siehst aus, als wärst du gerade Eisbaden gewesen. Warum zitterst du so? Gib dem Waterboard ein neues T-Shirt. Warum muss ich dazu nach Eier? Gib dem mal ein neues T-Shirt, du Assi. Vor allem, ich hau ihn da in die Pfütze. Alles gut, Marcel? Alles gut. Das ist fresh! Aber meine Haare fühlen sich so strohig und kaputt an. Ja, das ist, da brauchst du Conditioner jetzt für. Boah, ich hätte schon Bock auf Conditioner. Haben wir keinen hier? Doch. Aber es geht echt voll lit, Mann. Wir machen zu Hause nachher auch. Hast du einen Kampf, dass du das kämpfen kannst? Aber hinten ist lit. Echt stark jetzt. Conditioner wäre echt. Zeig nochmal hin. Zeig nochmal hin. Ja, Mann, da ist jetzt so ein Fleck. Aber ich finde, es hat auch was, dass das so ein bisschen fleckig ist. Weißt du, was ich meine? Ja, was sagt Chat, wie findet ihr das Ergebnis? Voll okay, scheiße. Du Hurensohn, du Hurt. Hey. Das war sehr. Oh. Hat geklingelt. Kannst du nochmal die Füße? Danke. Ich habe jetzt 40.000 Leute gesehen. Mhm. Wir sind fertig. Ich werde nie wieder einen Job finden, leider. Okay, also Chat, der Bro geht sich einmal ganz kurz Dings Haare auswaschen. Ich muss mir noch kurz einen Kamm bringen. Also, der geht sich jetzt auch einmal kurz duschen und dann sehen wir die Final Transformation, Chat. Ich bin sehr gespannt. Bro, es war so eine scheiße Idee, diese Box mit diesem Mischpult zu verbinden. Bro, was eine dumme Scheiße. Bro, du gehst richtig ham auf diesem Ding, ne? Was? Auf diesem Roadcaster. Ja, ich hab's komplett genutzt. Ich hab hier auch so Effekte, Digga, warte. Ich hab irgendwie sowas? Nee, warte, das ist was anderes. Warte, wenn du hier sitzt, mal Kopf hier rauf. Sind das die normalen Roadcaster-Dinger? Ja, jetzt bist du so ein Schild. Das ist scheiße, geil. Dann haben wir noch so eine Kinderstimme oder so. Ja, Bro, das ist bei mir nichts anderes, Mann. Ja, du hörst dich an wie immer. Das ist meine normale Stimme, yo. Ja, was geht ab, Homie, Bro? Ja, Wechsel! Ja, würde ich mich jetzt normal anhören. Was? Ja, haben wir noch den? Yo. Das ist so dieser eine Homie, der im Discord ist und nicht so ein geiles Setup hat. Weißt du, also diese Quali. Das ist Phoebe. Was haben wir hier? Das ist Phoebe. Das ist dumm. Ja, genau, das ist so, hat mich 700 Euro gekostet. Ich habe es gekauft wegen Henno. Henno meinte, bei dem Elden Ring Stream, wir brauchen das. Beziehungsweise also dein Team. Hennos Team meinte, wir brauchen das. Und jetzt bin ich hier nach. Ja, moin, super. GG. Digga. Das Ding ist übel geil. Chat, er ist da. Gib mir einen Song, Kevin. Mach straight up. Was willst du? Felix, sag du. Mach einen Swifty-Song. Mach einen Swifty-Song. Nee, so Final Countdown, oder? Swifty, ich will was Swifty-mäßig. Ich mach was Swifty? Mach einen Swift-Song an. Alright, er hat sich jetzt die Haare gewaschen. Alter, er steht da so ready. Und wir sind jetzt final fertig. Er hat alles getrocknet. Den jetzt Norax finales Ergebnis. Digga, Heaven Teller aus Brandenburg. Digga, Real Talk geht hart. Ich find's cool. Ich find's nicht schlecht. Bro, ist Real Talk okay geworden. Wenn das noch geschnitten wird oben, das ist cool, oder? Mhm. Wie findet ihr das, Chat? Das ist cool. Ich bin wieder ein Idol. Na Mensch, wieder Kevin. Voll cool hier. Ja, der Marcel, ne? Ich bin der zweite Kevin. Ich würde sagen, wir haben so eine 7 aus 10, 8 aus 10 gemacht. Das reicht. Aber wie sieht mein Hinterkopf aus?
Nee, mach nicht, guck nicht. Nee, lass den ignorieren. Okay, okay. So. Ich finde, du kannst es auf jeden Fall auch rocken. Real Job. Ich habe mich schon jetzt daran gewöhnt, dass du das hast. Also ehrlich, no job. No, ehrlich, ja. No job. Das ist nicht, dass man dich anguckt und so denkt. Also es könnte auch schon so sein, dass du schon so seit 2 Monaten rockst. Die einzige Scheiße ist jetzt, dass ihr halt zusammen wohnt und beide blond seid. Ja, das sah ja wirklich aus, als wärt ihr so Brüder oder so. Kriegt Marcel wenigstens einen Shoutout, bitte. Mein Bruder, als ob ihr dem eh nicht schon alle folgt, ihr. Boah, ich mach meinen Twitch-Dashboard auch für Dopamin. warte, wir machen so Live-Follower, Social Blade an. Okay, hier so diese, warte. Ja, so, I guess. Du bist nicht mehr... Digga, du hast nur 100.000 Follower? Hä? Ich hätte irgendwie gedacht, du hast viel mehr. Hallo, voll dankbar. Nein, das Bro, ist kein, ich bin überdankbar. Nein, es ist kein Shit-Talk, im Gegenteil. Ich finde, du bist weitaus entertainer als 137.000 Follower. Was denkst du, wie entertained bin ich? Ich hätte gedacht, du hast so 350. Danke, bra. Boah, hey, hat das funktioniert? Hat irgendwer was bekommen irgendwie? Wie das müsste Kletter da oben an. So eingeblendet sein. Ja, lass dir mal einen Follow da. Boah, vielen Dank. Kuss. Dann könnt ihr gucken, wenn ich nicht online bin. Nee, er ist nur entertaining, wenn du bei ihm bist. Real Talk, er redet sonst nie. Hä? Bro, ich gebe mir so viel Mühe. Welcher Hunde war das? Ihr checkt nicht. Wenn noch mehr mit dem Mann gemacht wird, was? Der Blick auch, Alter. Bro. Digga. Der Blick macht's halt, Alter. Oh mein Gott. Oh, ey, du knackst jetzt 140k. Ey. PogChamp. Oh, 7. PogChamp. Alright, ey, Chat. Also erstmal Männer, geil, dass ihr da wart. Real Talk, das war übertrieben geil. Alright, schaut bei den Boys vorbei. Alle von den Streams. Ey, vielen Dank. Felix streamt, ich weiß nicht, Felix, wie oft streamst du gerade? Einfach wie du Bock hast, ne? Jeden Tag. Jeden Tag? Ah, okay. Felix streamt auch jeden Tag. Henno streamt fast jeden Tag. Der Mann da hinten streamt jeden Tag. Streamt fast jeden Tag. Alright, lasst ein bisschen Liebe da bei denen. Jetzt können wir gehen, oder? Danke, dass ihr dabei wart, war übergeil. Chat, ich hoffe, ihr habt den Stream enjoyed. Alright.